So, einen wunderschönen Sonntagabend. Ich bin nicht der Sith, dafür habe ich zu viele Haare auf dem Kopf. Meistens. Aber ich habe mir gedacht, ja, Sith ist leider noch nicht da. Und dementsprechend gibt es jetzt erstmal ein bisschen Ersatzprogramm. Bis der gute Sith auftaucht, dann geht es natürlich wie gewohnt weiter mit Mass Effect. Und ja, wir waren gerade schon so schön bei Limbo Speedruns und mit, das ist einer meiner Lieblingsüberleitungen, um von Limbo zu Castle Evolution zu kommen. Die haben beide Tree Skips. So, dementsprechend von einem Tree Skip zu dem anderen. Das ist die schlechteste Überleitung, die es gibt, ich finde sie trotzdem gut. So, zu mir wird auch gleich noch der Moonstriker dazu stoßen, wenn er fertig ist. Dementsprechend warten wir da noch. Einen kleinen Augenblick, aber nein, wir warten nicht. Moment, und da hat mir irgendwer. Die Schreibwort ist jetzt gerade not so important. Ich würde einfach sagen, wir fangen direkt an mit einem ersten World Record Attempt und hoffen, dass wir es nicht direkt komplett verkacken. The Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing Coin. There was as it seemed. Aktuelle WR-Time, die kannst du bei mir im Split sehen, sind 34 Minuten und 15 Sekunden. Ich habe gerade gemerkt, ich muss gegen meinen Ton anschreien, das ist voll ätzend. Meine PB ist bei 35 Minuten und 9 Sekunden, also ich bin eine knappe Minute in einem Weltrekord. Ach, alles gut. Den Fehler ist schon. Die Fragen kriege ich so häufig. Da bin ich dran gewöhnt. Für die Leute, die das Game nicht kennen, storytechnisch ist es eigentlich ganz einfach gehalten. Minnie wird von der bösen Hexe Miserable entführt und Mickey will sie retten. So, wir kommen auch hier direkt zum allerersten Trick des Tages, Abends, whatever. Und zwar zum Tree Skip. So, und zwar können wir auf den. Natürlich war ich jetzt hier wieder zu schnell. Der Trick ist eigentlich, dass man ein paar Pixel von dem Baum hat, wo du raufspringen kannst. Und das machen wir uns zunutze, um ein Labyrinth zu überspringen und einen wunderschönen guten Abend, Mond. Hi. So. Bin jetzt beim Rauchen zurück. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, dass wir den Stream so lange gekapert haben, bis Sif ankommt. Ja, dachte ich mir auch so. Ich denke mal, der ist irgendwie noch in der Bahn oder so. Ich tippe mal auch, dass der irgendwie noch bei der Familie länger geblieben ist, was auch völlig okay ist. Na, denk mal nicht. Ich denke mal eher, dass der halt wirklich irgendwo in der Bahn gerade rumdödelt und die Bahn halt einfach mal keinen Bock hat zu fahren. Das kann natürlich auch passieren. Bahn, Stau. Wir kennen den deutschen Verkehr im Moment. Ich bin überrascht, ich habe den Tree Skip heute direkt First Try gemacht. Und bin trotzdem hinter WR, obwohl ich recht flott war. Im Kannst du Moment. mal aufhören zu failen? Nein. Einfach nein. Also nachdem wir gestern ja schon so viel Spaß hatten, ne, müssen wir das heute einfach fortsetzen. Für die, die es nicht gestern nicht mitgekriegt haben, wir hatten gestern ein Auto-Commentary, da habe ich Doritos halt das Spiel erklärt, die ganzen Tricks beigebracht. Wenn das auf YouTube kommt, kann ich das Video nur empfehlen. Und im Anschluss habe ich halt World Records Attempt bis, ich glaube, 4:30 morgens haben wir Ja, gemacht. bis 4:30 haben wir World Record Attempts gemacht, was ziemlich lustig war später. Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber auch gleich, um es vorweg zu sagen, je nachdem wie lang es hier wird, das wird ziemlich Reset-heavy. Oh Gott. Fast falsch gesprungen. Hast noch gesaved, ja. Ja, krass, so. Im Nachhinein fällt mir auf, das hätte ich gestern auch machen können. Aber nee, da war ich gestern dann irgendwie doch zu braindead für. Aber ich habe auch
heute Morgen, als ich aufgestanden bin, die 6-7 Stunden Stream echt gemerkt, ja. Ja, glaube ich dir. Ich war bis um. Ich habe noch bis um 12 gepennt einfach. War es bei mir auch, es war 12:30. Wow. Ich hab mich aber. Ich wollte dann einfach nicht aus dem Bett raus, weißt du? Da lag ich noch so bis um 1 oder so im Bett und dachte mir so, ah, ja, das ist alles gemütlich. Ja, das hatte ich auch so. Oh, mein Körper, warum? Mach doch nicht auf! Bam, 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 bam. Boss ist halt auch recht einfach. Spring nur auf den Kopf, lass dich nicht treffen. Das ist der einfachste Boss. Von der Mechanik her auf jeden Fall. So, Achtung, ohne Hände. Ich finde den Joke einfach zu lustig. Ey, wie? Der hat doch die Sprungphasen und da positioniere so, ich mich, ja. Guck mal, ohne Hände. Hallihallo Dominik, wie geht es dir? Hey Dom. Ja, ich guck mal, wann der gute Ziff denn mal eintrudelt. Ja, ich habe ihm schon im Discord geschrieben, dass sobald er da ist, ich eben kurz im Chat melden soll. Jo. Nö, ja, die 2 Sekunden, die kann ich gut saven jetzt hier. Ich bin immer noch ein bisschen braindead von gestern, aber sonst geht's mir auch wunderbar. Bam! 2,6 Sekunden gesaved. We are ahead, boys. Also gestern, dass der Run in der Library gerippt ist, da war ich echt böse drüber. Böse, böse Library. Ja. Aber da bist du auch selber schuld gewesen, da springst du auch so dämlich, ne? Nee, das war das mit dem Bug. Achso, du meinst den. Ah ja, der Bug war auch nicht, ja. Das war ja die, da wo ich eine richtig gute Zeit hatte. Einen schönen World Record Pace gewesen. Und der auf einmal sagt, ne, wir machen wieder vom Anfang. Schuld mich das Game. So eine Scheiße. Ah, das war zu früh. Ich hab's befürchtet. Okay, in dem Level werde ich definitiv Zeit verlieren. Ja, uns geht's eigentlich auch soweit ganz gut. Ein bisschen auch so ausnüchtern vom Abend her. Ausnüchtern? Hat er gesoffen, wenn ich hier gerannt habe. Toll. Nee, ich hab nicht gesoffen. Also ja, ich hab gesoffen, aber ich hab nur meine Cola gesoffen. Nüch das von der Cola aus, den Zuckerschock. Nö. Nee, nö. So war das nicht. Nur anders. Nee. Ja, genau. Ich habe was Besonderes geplant zu ESA. Abgesehen davon, dass ich auf der ESA sein werde und eventuell die Hoffnung auferblühen lässt, dass ich meinen Run da präsentieren darf, dann wäre ich mega happy. Ansonsten genieße ich einfach die schöne Zeit auf ESA. Ich habe trotzdem Zeit gut gemacht im Vergleich zum World Record. Holy fuck, wie habe ich das denn gemacht? Dann war der ein bisschen kacke. Da bin ich gerade echt ein bisschen erstaunt drüber. Auch wenn es so ein Hundertstel ist. Wow. Ich hab mir das Level hier nochmal angeguckt, Toybox 2, ne? Mhm. Ich hab keine Ahnung, was er anders macht. So absolut gar keine. Ich hab keine Ahnung, wo ich Zeit verliere. Er kann ja nicht sein, dass er da trotzdem irgendwie schneller ist als du. Okay, wenn ich das so spiele, ist klar, dass er schneller ist. Oh Gott, war das langsam. Ach, bist du auch auf ESA German? Auf ESA German, sag ich schon. Auf ESA? Das ist cool. Ich bin nur auf der normalen ESA Germany, nicht auf der ESA. Ja. Wahrscheinlich wirst du dann wieder mal Private oder so. Oder irgendwas machen. Ich hab noch keine Ahnung. Naja, bietet sich eigentlich immer an, oder so. Also meistens halt. Ja.
Okay, im Series, ja gut. Da weiß ich jetzt aber, wo ich die 2 Sekunden verloren habe. Aber der Present Part war echt kacke. Jack in the Box, of course. Das ist mein Freund, das ist der Jack. Hat er auch ein Glas voll Dreck? Nee, aber mit Nachnamen heißt er meistens Daniels. Jack in the Box Daniels ist ein vollständiger Name. Schlechter konnte er nicht werden. Nee, eigentlich nicht. So, guck mal, ohne Hände. Ich finde das super lustig. Nach dem zweiten Mal denkt man sich auch so, Alter, was hat der Typ genommen? Aber ich habe daran meinen Spaß. Badambam. Oh. Voll nicht nett. Hat er dich geboxt, Junge? Ja. Voll in den Bauch. Badam bam 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 badam bam bam bam. Das kam mir früh, Philipp. Wir machen so lange jetzt Castle of Illusion, bis der gute Sith da ist. Wenn er überhaupt heute noch anwesend sein sollte. Kennt ihr diesen Moment, wie ich Hunger habe? Ich habe noch nie Hunger gehabt. Also, ich bin zwar nicht immer hungrig, aber ich habe auch immer so gut wie was zu Hause zu essen da. Also, ich kenne das Problem nicht. Ich weiß zwar nicht, wo das orange sein soll, für mich ist das zwar eher gelb, dieser Gem, aber okay. I take it. Oh, ich hab's safe. Der ist orange. Der sieht mehr orange aus als gelb. Nein. Doch. Widersprich mir nicht. Ich widersprich dir immer. Ich möchte das nicht. Halt, stopp. And me will yet to be found. Und, Alter, der time save. Der time save. Time save. As Mickey surveyed this new world. He noticed colossal storm clouds gathering in the skies. Hopefully the rain would hold off long enough for him to make it back to the castle. Oh, das war flott. PogChamp! PogChamp ist für meine Art von Runs eigentlich immer die richtige. Weil entweder PogChamp, er failed, oder PogChamp, wir haben Earn. Das funktioniert. Ich bin immer überrascht, dass direkt der erste Run auch ein Run ist. Und kein Reset. Sag das nicht zu laut. Ja. Ah, oh Gott, Visa. This was bad. Ich sollte einfach manchmal einfach lernen, meine Fresse zu halten. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, weil ich nicht zu früh. Oh Gott! Okay, das will ich mal eben probieren, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es habe. Wenn das klappt, wäre das geil. Ich will mich ein Part mal eben ausprobieren. Dann kann ich da nämlich timesaven. Ich mag timesaves. Den mag ich bei dir, den mag keiner, glaub mir. Eigentlich ist er mein Civi. Deswegen muss er hier sein. Hey, welcher Clock Tower? Ein Clock Tower wegen Resets vorhin. Achso.
Okay, so. Oh wow. Könnt ihr das nochmal machen? Das würde ich gerne nochmal probieren. Kommt wieder! Okay, fuck it. Ja, es gab einen, worauf Philipp gerade hinaus ist, es gab einen Run, da war ich auf World Record Pace und bin im letzten Level verreckt. Da war ich ein bisschen frustriert. Wow. Ich finde es immer schön, wenn mir das immer wieder unter die Nase gerieben wird. Nicht. Ach komm, wenigstens machst du hier keinen Sith-Percent. Nein. Aber das war eigentlich gerade auch eher wegen meinem Zaunfall. Das war richtig flott. There was as it seemed. Da war ich sogar dabei, das ist schön für dich. Shoot the mouse with the heart of a great lion. Though his knees felt more like those of a frightened kitten. Ich sehe schon, komm, jetzt wird alles verkacken. Ich muss mich nur in dem Cycle-Level ein bisschen konzentrieren, dass ich da keinen dummen Fehler mache, dann geht das eigentlich. Sif genießt einfach nur seine Spiele. Nein, es geht da eher um die Rage-Percent. Rage-Percent ist die beste. Das ist immer lustig. Rage-Percent ist super. Na, zwei Mist, aber. Wow, Papi. Du Maus. Und Philipp, mal so random Tipp. Wenn du glaubst, dass Sprüche zu einem Timeout führen könnten, dann würde ich sie sein lassen. In dem Scheißversuch war ich jetzt echt schneller? Okay. Da war ich dann doch am Ende zu langsam. Ja, habe ich für dich, nennt sich Ausdrucken. Ja, sowas in der Art oder die Notes kürzer machen. Hey Mäuchen, du hast nichts verpasst. Eigentlich. Nein, eigentlich ist es jetzt gestern Abend 2 Uhr morgens. Was? Was, wir haben Samstag wieder? Ja! ja! So in Retrospektive war der Satz ganz schön scheiße. Ich will nochmal 2 Uhr Samstag nachts haben, das wäre super.
Ja, wir haben gestern Abend 2 Uhr morgens, was? Das ist schon fast einer für die Zitatenliste. Um vom N64 aufzunehmen. Es kommt immer darauf an, wie du halt es aufnehmen möchtest und vor allem in welcher Grafikauflösung oder in welcher Auflösung du es gerne hättest, dass es halt besser aussieht von der Auflösung her oder halt ganz normal. Du brauchst eigentlich nur einen PC oder einen Laptop, entweder einen USB-Grabber, der sowas capturen kann, oder halt eine vernünftige Capture-Card, die aber auch die Anschlüsse hat, also Composite. Nanut, Sif hat sich verändert. Ja, das Wochenende war sehr verjüngend für mich. Nee, Sif hängt höchstwahrscheinlich noch irgendwo in der Bahn oder sonst irgendwo. Der ist halt aktuell leider noch nicht da. Dementsprechend habe ich gesagt, ja, mein Stream, ich mache einfach weiter. Germania, wenn ich den Tipp geben darf, kauf dir niemals den Logi-Link Grabber, den Philipp da gerade reingeschrieben hat. Das ist die schlimmste Variante, die existiert. This wasn't the pastoral wood you remember. Verjüngend, Regasm. Ja, Brunnen der Jugend. Wenn es die zweitschlimmste Variante ist, warum postest du sie dann rein? Tut mir leid, das macht keinen Sinn. Richtig. Dann würde ich dir eher sagen, hol dir so einen. Warte. Den hier solltest du hier holen. Der ist super. Kostet zwar 50 Euro, aber der hat jetzt seinen Job. Dammit, da crasht das Game. Cast of Illusion Excel has stopped working. Oh nein, warum nur? I fucked it up. Kostet wie gesagt 50 Euro, den kannst du dir auf eBay holen. Es gibt einen vernünftigen Shop da. Den benutzen halt sehr viele Runner. Can't handle tree skip. Ah. Ja, der geht aber eigentlich noch. Der geht noch. Ich muss ganz kurz. Warte mal, vielleicht bringe ich sogar noch den E-Mail-Link davon. Warte mal ganz kurz. Lass mich mal kurz schauen. Ich muss gerade jemandem springen. Ich muss jemandem schreiben, wollte ich eigentlich sagen. Oh Mann. Well. Multitasking ist nicht so meine Stärke. War das GSV oder hieß einfach nur GS-USB? Lass mich nochmal schauen. GV-USB, nicht GSV, sorry. Into the castle entryway. The mouse. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine hatte. Flohmarkt an der Ecke? Nee, ich weiß nicht mehr von welchem Anbieter und daher hatte noch ganz viele. Wofür stehen die Zahlen hinter den Checkpoints? Du meinst hinten bei meinem Split, wie viele Rubine, Gems, Juwelen ich pro Level einsammeln will. Ist für mich war das aber halt eine Hilfe, dass ich immer sehen konnte, ich habe neben Level so und so viele nicht gekriegt. Mittlerweile brauche ich es nicht mehr, habe es aber halt drin gelassen für die Zuschauer. Dass man halt sehen kann, so in dem Level, wo ich jetzt bin, will ich insgesamt 41 Rubine einsammeln. Guck mal, Seth, so macht man Tree Skips. Shots fired. Das war für den WR-Spruch. Game Crash. Lel. So macht man das natürlich nicht. Ich sollte erst meine Fresse aufreißen, wenn ich den ganzen Part geschafft habe.
Wieso lässt du immer das Game crashen? Geht einfach darum, weil ich zu kurz springe. Du musst ziemlich präzise abspringen. Und wenn du das halt nicht schaffst, crasht dir das Game halt weg in der Stelle. Der für 35 auf Amazon ist aber nicht immer die beste Variante, also den kann man nicht wirklich empfehlen. Also viele, ich sag's mal so, das Produkt kommt eigentlich aus Japan halt und alles was halt so, ja sagen wir mal so Amazon Basic ist, ist nicht gerade das, was du wirklich holen möchtest, weil ich weiß nicht warum, es wird halt empfohlen, dass du den halt wirklich direkt von dem Shop oder so holst oder von eBay, weil der halt wirklich irgendwie da, warum auch immer, er wird halt dort eher bevorzugt, als wenn du ihn halt über Amazon holst, weil bei Amazon manchmal das da ein bisschen rumspackt und so weiter und so fort. Wenn mir es auf der ESA in Germany passiert, dass ich das Game crash, werde ich einen Backup benutzen. Das heißt, ich werde ihn einmal probieren, wenn das Game crasht, muss ich es halt neu machen zu dem Part. Und werde dann ein Backup machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu spielen. Ich mache hier World Record Attempts, dementsprechend will ich die schnelle Variante haben. Und keine Backup-Routen benutzen. Aber ja, wenn du es halt so holen willst, kannst du es dir auch über Amazon holen. Also, es sollte eigentlich dasselbe sein. Naja, keine Ahnung. Oh wow. Did never happen before. Nee, stimmt gar nicht, aber das hat schon, hab ich schon lange nicht mehr failed. Hör auf zu failen. Ist kein großer Fail, hat keine Zeit gekostet. War nur so, jetzt fehlt mir ein Rubin, so ein doof. So ein doof, genau. Welp. Sprache, please. Philipp, ist nämlich umsonst sehr viele Speedrunner, diesen Grabber. Gerade auch was die Qualität angeht. Und man merkt es richtig. Also ich fände den gut. So, da ich jetzt eh den Treescape schon mal gefailt habe, zeige ich euch einfach mal eben das Backup. Und dann resette ich erst. Und dann würde ich auch hier ganz normal zu dem Punkt. Würde dann hier hinten wieder hinspringen. Und von hier aus hier hinspringen. Das ist der Backup. Der Backup. Wieso ist das Skip gefailt? Gleiche Aussage wie eben, ich bin nicht weit genug gesprungen. Also Germania, wenn du jetzt halt es so siehst, wenn du ich sag's mal so, willst du das Spiel nur auf dem Monitor haben, also auf deinem Computer, da willst du halt wenigstens auch ein Bild auf dem Fernseher haben. Weil wenn du es halt auf dem TV haben willst, brauchst du noch extra Kabel, also Verlängerungskabel und ja, ansonsten kannst du es ganz einfach so am PC über den Grabber anschließen. Nein, kein Y-Kabel oder ein Splitter, Philipp, das ist kompletter Rotz. Du kannst einfach Verlängerungskabel holen, ohne dass da irgendwelcher Delay entsteht. Y-Kabel und Splitter haben noch Delay und verschlechtern die Bildqualität. Also ich habe meinen Fernseher angeschlossen. Das ist so ungefähr das, was ich von dem verstehe, was ihr da erzählt. But I don't care. Einen Splitter würde ich dir halt nur empfehlen, wenn du halt, oder einen Hub besser gesagt, wenn du halt wirklich mehrere Games oder mehrere Konsolen hast, die du gerne irgendwie überwachen möchtest. Einen wunderschönen guten Abend, Sabel, wie geht's dir? Kann man doch. Also in meinem Setup ist es mit Verlängerungskabeln und ich kann es splitten, weil du brauchst eigentlich nur, also wenn du es so machst wie ich. Ich habe mein S-Videokabel an meinen Grabber dran und auf meinem Fernseher habe ich halt das ganz normale Composite-Kabel dran angeschlossen, von daher funktioniert das alles wunderbar. Hey Sabel, by the way, hab dich gestern noch um 4:30 bei Lux Awakening gesehen. Mehr oder weniger. Don't fuck this up, Weser. Jetzt mehr so nice. Heißer, keine Ahnung. Ein bisschen Stress, willst du in den Arm genommen werden? Mond drückt dich, weil ich gerade run. Jo, kann ich machen. Der drückt dich dann auch von mir.
Warte, soll ich sie dann, wenn ich... Wenn du ich darfst sie auch zweimal drücken. Soll, ja, nee, das Ding ist halt nur so, soll ich dann so halt versuchen zu drücken, wie du jemanden drücken würdest? Oder ja. Also so ganz zärtlich. Leicht, so sehr zerbrechlich, oder? Ja, so zärtlich halt. Ah, okay. nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich verstehe nicht, warum ich manchmal schneller bin und manchmal langsamer. Ich verstehe so gar nicht. Weil du scheiße bist. Ja gut, das ja, jetzt wo du das sagst. Ja, oder? Macht das Sinn? Das macht ja auch total Sinn. So kann ich ja aufhören, wenn ich scheiße bin. Ja, nee. Ich meine, wir haben immer noch nicht so scheiße, Signal. Ne? Ich meine, wir haben immer noch kein Signal von Ziff, von daher... Hast du das Ziff-Signal in den Himmel geworfen? Ja. Also Gandhi. Oh Gott, diese Vorstellung ist so geil. Kann daraus bitte jemand ein Bild machen? Statt dieses Bad-Signal, das dann das ist. So ein Gandhi-Bild praktisch am Himmel. Ja, das ist so gut. Boah. Ich finde den witzig. Der ist witzig. So, wir haben einen Run going. Nice. Also, Germania, wenn du wirklich dann noch Dings will, oder wenn du halt noch ein. Also, wenn du es so haben willst, wie ich in mein Setup mache, halt, dass du es gerne noch an einem TV anschließen möchtest, dann solltest du dir auf jeden Fall noch ein S-Video-Kabel besorgen, was halt an die Nintendo 64 angeschlossen wird. Da gibt es auch ganz. Gibt es auch günstiger. Sei mir nicht böse, aber können wir das hier mal sein lassen? Mein Kopf rauscht schon vom Zuhören. Ich brauche meinen Kopf irgendwie noch ein bisschen für Speedrun. Warum hörst du dann überhaupt zu? Warum? Weil du redest. Du bist der Einzige, der mit mir redet im Moment. Ich habe schon aufgehört, den Chat deswegen zu lesen. Okay, wir brechen mal hier das Thema ab. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt wegen Setup und so weiter und so fort, wegen Kabel etc. und Capture-Card-Sachen, könnt ihr mir auch eine PN schreiben. Beziehungsweise... Whispern. Ist das so für dich, Weser? Ja, das ist nicht gut. Ich trash-talk lieber mit dir, muss ich mich nicht so konzentrieren. Aber allein vom Zuhören habe ich gemerkt, wie irgendwie meine Kopftemperatur um gefühlt 500 Grad angestiegen ist. Weser, du machst das gut, schreibt er. Naja, sind okay, die Versuche, aber mehr auch nicht. Es bleiben halt wirklich nur Versuche. Übrigens, du hast gerade ohne Hände vergessen. Ja, nein, kann ich nur. Der Memes! Memes! But he knew there were more to find. And the Masters of Illusion would not give them. Bam! 2,2 Sekunden vorm World Record. Mickey emerged into a toy box of peril. Another of the witch's illusions. Wenn irgendwie was im Chat ist, lies mir das mal bitte vor. Ich versuche mich jetzt hier wirklich auf den Run zu konzentrieren. Kann man bei dem Boss irgendwie einen Double Hit machen oder bei irgendeinem? Also man kann Quick Hits machen bei Jack in the Box, aber bei dem ersten Boss weiß ich gar nicht. Also nein. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Der ist halt doch irgendwie festgescriptet, wie genau. Jeder andere Boss auch. Sehr gut. Was ein bisschen doof ist. Du hast halt wenig RNG in dem Game, das ist zumindest ganz schön. Ja. Das heißt, wenn ich den WN halt nicht kriege, weiß ich war scheiße. Guck mal, wie gut ich mich mit dem Game auskenne auf einmal. Du hast gestern zugehört, wa? Zugehört nicht, ich bin erst später irgendwann reingekommen, deswegen, und hatte noch ein bisschen selber ja auch noch ein bisschen was getan, ich habe ja auch noch gestreamt. Ja, du kennst das Game aber auch schon mittlerweile einen Zacken länger. Ja, wie oft habe ich schon bei dir gesehen, auch schon ziemlich oft halt. Ja. Und das war gar nicht so. Übrigens wurde ich gefragt, ob ich nicht bei einem Pokémon Red Glitches Turnier mitmache. Ja und? Machst du? Ich meine, wenn ich bis Ende Mai Zeit habe, den Run mal wieder ein bisschen besser oder den Run mal richtig wieder hinzukriegen oder zu lernen, dann ja. Ja, dann aber ab. Ansonsten würde ich mich bis auf die Knochen da blamieren. So, also ihr habt das gerade alle gehört. Moonstriker macht bei einem Race dabei. Ja. Turnier. Ja, das ist, was ich habe gesagt.
Wenn überhaupt. Also ich muss gucken, dass ich dafür Zeit finde, weil eigentlich habe ich dafür nicht wirklich ein... Ihr habt das gehört, er macht da mit. Das hat er gerade gesagt. Das habe ich auch gehört. Nein, ich habe gesagt, eventuell würde ich mitmachen. Nee, das hast du so nicht gesagt. Nee. Konzentrier dich mal lieber auf dein WR. Ja, ich hab Zeit gut gemacht. Das passt schon. Das reicht aber nicht. Oho. Das reicht Olle nicht. Olle Zicke. Du hast kein WR, also. Ich hatte meinen WR. Ich weiß, wie sich ein WR anfühlt. Ich nicht. Daher, lass mich. Komm, hau du doch auch in die Wunde. Komm, genau. Der tat weh. Ich hab geweint. Hast du eh nicht. I'm looking at you, Zed. Wird überhaupt noch da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich morgen, bevor ich zur Arbeit gehe, oder vielleicht mache ich das morgen nach der Arbeit. Ich weiß es eigentlich nicht ganz genau, weil ich hier mal ein bisschen meinen Tisch und so weiter verschieben und alles mal neu aufbauen. Ich werde schon wieder meinen Tisch umstellen. Oh, oh, like ever. Oh mein Gott, das war schnell. Holy fuck. In die World Record Kerbe. Ich schlage mich mit meinen Treibern herum. Sehr gut, Seth. Immer da, aber Kopf drauf. Ja, so in etwa, ne? Nee, aber eigentlich kannst du mich erst wirklich wieder mobben, Weser, wenn du wirklich einen Weltrekord mal gemacht hast. Ich habe trotzdem, obwohl das Present echt gut war, 0,8 Sekunden verloren. Okay, I'm still really impressed, was Rasmus in dem Level gemacht hat. Ich frage mich, was er halt da wirklich gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe halt gerade in dem Present-Ding 6 Sekunden gesaved. Das ist schon fast heftig. Nee, 8 Sekunden, wenn ich genau. 8 so, siehst du, ich habe gerade nur. Mit einem Hogan geguckt. Wie du Elf auf dem Schirm. Ah. Ich sehe jemanden. Ich auch. No. Jetzt braucht den Run wenigstens noch zu Ende. Das heißt, ich soll jetzt ganz schön failen. Nein. Komm, vielleicht wird's ja mal was Gutes hier. Denk dran, ohne Ende. Dann musst du da viel Arbeit reinstecken, Philipp. Reporting for Duty. Okay, Ziff, dann übernehme ich jetzt einfach für dich. Ganz kackendreist. Jo, dann haben wir ja Zeit. Wir sind einfach mal eingesprungen halt, weil, also ich habe das halt mehr oder weniger ihm vorgeschlagen, weil wir nicht wussten, wie es jetzt bei dir aussieht. Und Mond ist schuld. Ja, ich bin schuld. Ich gebe sogar zu. Eigentlich wollte ich halt nur irgendwie gucken, dass wenn nach 10 Minuten oder so eine Isif gar nicht da gewesen wäre, dass du halt anfängst zu streamen. Ich meine, ich habe den Streamkey nicht. Ich hätte es ja auch gemacht. Aber ich wollte mich nicht wieder mit 4 Stunden nur Resetting wegen einem scheiß Squirrel rumschlagen. Nee, dann machst du lieber 4 Stunden Resetting Tweestrip, ne? Oder Cycle. Ja, genau. Lass du mir jetzt zu lachen. Du bist viel weiter als ich. WR ist WR, oder? Richtig, WR ist, also der WR in dem Spiel ist immer noch 34,15. Genau. Ja. Von Crazy Rasmus. Gemacht vor über 2 Jahren. Warte mal, was war meine Antwort nochmal darauf oder so, wo du gesagt hattest, man, eigentlich bin ich voll gut in dem Spiel? Was hab ich da nochmal gesagt? Wie kannst du dich eigentlich nur irgendwie bezeichnen, wenn du weißt, dass du, dass der Weltrekord irgendwie nochmal vor ein paar Tagen oder so gemacht worden ist? Ja, stimmt. Und ich denke, mehr als 2 Jahre. Mickey's heart swelled with renewed hope, but the quest to save Minnie was far from over. Ah, I'm fine. That's okay. The second rainbow gem was safely gathered, but Mickey had no time to congratulate himself. Another 5 gems. Aber Sif, du hast ich hab geglottet. Warum hab ich denn jetzt gerade einen Glott gemacht? Holy shit. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Sif, du musst dir unbedingt das Video die von dem Blindfolded-Part von Zed angucken. Das ist richtig geil. Da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich impressed drüber.
Ich glaube, das würde ich nicht mal ohne Blind schaffen. Das war knapp. So, ganz kurz Serious Time. So, komm weiter gehen. Jawohl. Und Sid, wie war's so? Wie war dein Wochenende? Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Deine Ruhe, Entspannung. But the next rainbow gem had to be there somewhere. Oh, two cycle. Yes! Two cycle geschafft? Ja. Nice. Ich kann schon sagen, sobald ich halt von der Truhe runterspringe, ob ich die two cycle schaffe oder nicht. Das ist der kritische Part, dass ich da extrem schnell wieder runterkomme. Wow. So, was war jetzt im Chat? Anstrengend, aber gut. Habe viel im Garten gearbeitet und meiner Mutter beim Saubermachen geholfen. Konnte außerdem zwei... drei vierte Bücher durchlesen und zwei Magazine. Nice. Klingt wenigstens entspannend teilweise. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. An dem Part werde ich halt Zeit verlieren, das war mir ja schon vornherein bewusst, weil ich hier ein anderes Setup fahre als er. 6 Sekunden, völlig im Rahmen. Frag mich immer noch, wie er so krass mashen kann, dass der da wirklich rankommt, weißt du? Also wenn man sich das auch mal in dem Run anhört, das klingt ungesund, das klingt so richtig ungesund. Klingt so, als würde er mit dem Gamecube-Pad das machen, weißt du? So, klack, 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 klack. So ungefähr, das ist der Hammer. Und Philipp hat Hunger. Philipp, mach dir was zu essen. Selbst wenn du nichts zu essen hast, du findest irgendwas immer zu essen. Das wage ich zu bezweifeln, dass Rasmus das macht. Gib dafür keinen Autoklicker. Best possible time ist 2 Sekunden der Weltrekord. Das fickt mich jetzt gerade an. Obwohl, nein, ich kann noch richtig time saven, fällt mir mal gerade ein. Ich glaube, in meinem PB habe ich den Hanuba-Skip nämlich nicht geschafft. Wäre das verboten? Definitiv. Sowas ist verboten, ja. Autoklicker. Allgemein irgendwelche Nutzungen von Tools, die halt nicht eigentlich dafür vorgesehen sind, sondern du das Ganze handmade machen sollst, ist eigentlich verboten. Tools, die dir praktisch irgendwie sowas wie Stats oder sowas verraten und so weiter und so fort, sind wiederum nicht verboten. Philipp, ich weiß, dass er den 360-Controller benutzt. Dementsprechend, your argument is invalid. Kann man das nachweisen? Es ist immer schwer nachzuweisen, aber eigentlich hört man das meistens von dem Stream her oder so. Wenn halt derjenige auch das Mikrofon anhat, dann hört man einfach auch diesen Sound. Oh Gott, dieser Troll! Dieser Troll! Really? Wieder getrollt. Aber so richtig, diesmal war es, glaube ich, das worst Troll, den man kriegen kann.
Er ist rechts, dann links, dann rechts und dann ist er nach links geschwommen. So eine Drecksau. That's true. Ja, yes, der ist mir echt gespannt, wie viel Zeit mich das gekostet hat. Fussage, Courage and Cunning. Mickey thought of Minnie. Once he had all the... Nur eine Sekunde, das ist okay. Welcome to the library. Surely shaking in her boots by now. Mickey had the third rainbow gem and he was determined to get the other four. Mickey found himself in a giant library, but he knew Miserabelle's books and bookworms were penning a not so happy ending for him. Oh fuck. Cycle Mist. Egal. Ich bin so gut auf PB Pace, das werde ich jetzt nicht resetten. Selbst wenn ich jetzt nur knapp in der Welt gekommen bin, ich würde mich trotzdem Arsch abfreuen. All around was a sea of ice-cold milkshake. Not the sort one wanted to dive into. Aber das kritische Level war ja noch nicht. Seth, willst du mal ein sehr interessantes Meme mitbekommen, was momentan wieder bei den Pokémon-Runnern so durch die Lande streift? Ist eigentlich auch ganz witzig für dich, Weser. Du das weißt kommt. Ja, man muss ja halt selber die Runs machen und man braucht eine eigene Aufnahme davon, ne? Also seinen eigenen Content in dem Sinne, ne? Ja. Wenn du ja eine Aufnahme von einem Runner ja klaust, ist es ja sowieso klar, dass man darauf schnell entlarvt wird. Ja. Da hat jemand, oder es geht momentan, was Hard Gold und Soul Silver Speedruns angeht, ne? Glaube ich jedenfalls, dass es Hard Gold Soul Silver war, müsste aber. Geht momentan wieder so die Submissions durch, das hat mir mal JT gezeigt, weil er ist ja Mod dafür. Und fragt sich halt einfach nur so, sagt mal, warum wird dieses Meme eigentlich jetzt auf einmal wieder fortgesetzt? Also da haben wirklich viele Runner denselben Run von einem Typen submitted. Immer wieder. Es ist so lächerlich. Shadow Mickey snuck up behind our hero, grabbed the gem and made a culinary. Okay, ein Gold. Trotzdem 6 Sekunden, ja. Wehe, Mickey. Gut so, Mickey. Diesmal bin ich aus der Bottle raus. Das ist so glatt, wow. Ich bin zufrieden. Ich nicht. Ich habe 6 Sekunden zum Wehe verloren. Ich weiß auch wo. Hast du das schon wieder gemacht? Rasmus hat den Lollipop-Skript wesentlich schneller hingekriegt als ich. Achso. Das ist der einzige Grund. Trotzdem war es schneller, als wenn ich rumgelaufen wäre. Das sieht man. Also das erkennt man eigentlich meistens an der Art, wie der Streamer streamt und so weiter und so fort. Oder auch wie die Reaktion ist von den Leuten, die halt einen Run machen. Ich meine, ich könnte mir einen, oder man kann es auch so sagen, wenn du dir ein Video praktisch anschaust und die Qualität nicht gleich der Source ist, die halt wirklich wie der Runner das hatte, ne, und man erkennt das halt wirklich sehr schnell, und die Reaktion von dir und auch das Klicken, was Maus und so weiter und so fort nicht beinahe synchron ist, wird man sehr schnell entlarvt. Oh, fuck, das war schnell. Holy shit, da könnte ich den Fehler wieder gut gemacht haben. Ah, okay, er hat ihn gefüllt. Also ich meine, ich bin ja auch Mod für ein Spiel, was eigentlich total dämlich ist. Weil es keiner mehr runnt momentan. Und ja, also... Bei den AAA-Games wie Pokémon, Zelda und Mario ist es halt sehr heavy halt, dass da so wenige Mods eigentlich sind. Eigentlich bräuchte man mehr Mods, die halt auch wirklich irgendwie da sehr viel Aktivität zeigen. Aber da allein was da für Runs reinkommen, ist es echt scheiße. Mickey braced himself for the next sugar-coated shock from this confectionary world. Bücherlevel ist nicht mein Least Favorite. Richtig, der Run war ja legal, er hat ihn ja gemacht eigentlich. Von daher, er hätte ihn ja auch hochladen können eigentlich. Das war ja legal, es war ja sein eigener Run. Und ganz kurz, nein, Castle 1 ist definitiv mein Least Favorite.
Bei welchem Game ich Mod bin? Rainbow. Rayman? Nicht Rayman, Rainbow. Kenn ich nicht. Wie das heißt, Revan, oh, keine Ahnung, warte mal. Lass mich mal schauen. Er kennt seine eigenen Games nicht mehr, das finde ich auch schön. Lass mich mal schauen. Das ist halt dieses Spiel, wo du halt dieser, was auf der PS4 rausgekommen ist, halt dieser rote Faden da. Ach, Unravel. Unravel, ja, ich weiß, wie ich es meine. Unravel, ja, genau, da bin ich Mod. Das ist, sieht super geil aus, dieses Spiel. Ja, davon gab es, Unravel, ja, genau. Da will ich mal noch mal richtig zu angucken. Hm? Da will ich mal noch Run Gen'em Up zu angucken. Das steht der, auch noch der auf meiner Liste. Ist nicht besonders. Da gibt's keine Glitches, kein gar nichts. Aber die Spiele so süß. Ich muss gerade überlegen, wo ich landen muss. 13, 12. Okay, das ist ziemlich wenig. Die beiden brauche ich, Okay. Entschuldigung, ich musste gerade laut überlegen. Ja, jo, alles gut. In its reflection, he saw himself, but wearing far more magical clothes. Wow, ich habe trotzdem noch Zeit gut gemacht gegenüber dem WR. Holy fuck. Nice. Mickey raced into the castle hall, only to be met by another of Miserable's illusions. Enchanted suits of armor. Ja, das ist dumm. Ja, okay. Kai, jetzt muss der wieder Kerzen sammeln. Denk dran, nicht zu sterben, ne? Hab ich nicht vor. So, ich werde den Trick einmal probieren. So, ich mache jetzt hier wirklich absolute Konzentration. Ne, das war viel zu kurz, das habe ich gesehen. Okay, geht nochmal weiter. So, und für die Leute, es kann jetzt schon kein Weltrekord mehr werden. Ich werde ihn nur trotzdem abschließen. Hat er eigentlich in seinem Weltrekord auch den Jump drin? Ja, First Try. Wow. Der Trick ist so super schwer. Das Problem ist, dass er keine Sau weiß, wie er funktioniert. Es wäre mal gut zu wissen, wie der funktioniert. Das, eigentlich haben wir gedacht, wir wollen für das Spiel einen Test machen. So, mein PC ist aber der einzige, wo der Test drauf läuft. Ja, das hast du mir ja schon erzählt. Und der läuft irgendwie auch nur mit 15 FPS und das ist ziemlich kacke. Und da ich kein Tether bin. So, whatever you do, don't die, Weser. Warte. Nein! Ich war zu langsam. Den Run kann ich knicken. Der war scheiße. So, jetzt kannst du reden. Jetzt ist der Run eben Arsch. Aber wenigstens den Run mal durchkriegen. Wir sind auf deinen, das wissen wir nicht. Ich verliere so viel Zeit, ich verliere alles an angesparter Zeit, ist das bitter. Feels bad, man. Da gehen 20 Sekunden dahin. The wonders in the treasure room were marvelous with the sixth gem found. Mickey began to feel that maybe it was Miserable's time that was running. Ooh.
Ich weiß auch nicht, wie viele Runs hier in dem Level noch sterben werden. Ich denke mal viele. Bis dass man halt wirklich weiß, wie der Jump funktioniert. Bis es halt ein Setup dafür gibt. Bis dahin. Oh Gott, im Wasser Button mashen, das ist voll nicht meins. Ich habe 2 Sterne, kann ich ein bisschen risky gehen. Und auch nicht mehr. Wow. Pause Bubble, ne? Miserable wasn't playing by any rules now, thought Mickey, as he tumbled into a pitch black castle corridor. Hey, where'd the lights go? Ja. Ich habe gesagt, ich schieße einen Run-Up, auch wenn ich so hart gerade vielleicht bin, ihn zu resetten. Dann wenigstens mal einen Run-Up schießen, wa? Ja, auch wenn der schon keine PB mehr werden kann. Jo. So, don't kill animals. Und... Rexvieh. Wow, Pixels, really. Nee. Hey. Okay, das Level fickt mich gerade echt. Aua. Fickt mich gerade ziemlich hart. Voll und cool. Ey. Mickey, don't make me mad. Wie gehen sie viel klingt ein bisschen so wie tot im Mario Kart 64. Oh wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ach, 5 Minuten gehen noch. Wie lange hast du bei deinem PB für deinen Tarnsatz-Trick gebraucht? Alles first try. In meiner PB habe ich den Clock Tower perfect gespielt. Ja, almost perfect. Dadurch, dass ich aber von den ganzen Cycles hier off war, ist halt mein Setup und mein Movement jetzt ziemlich am Arsch gewesen. Hier auch wieder achtet auf den Hintergrund. Und dann bewege ich mich natürlich nicht, ich voll nicht los. Ich warte eigentlich darauf, dass ich jetzt in irgendeinem Level noch glotte. Das wäre es jetzt noch. Nee, das wäre ziemlich traurig. An eerie chill overcame him as he beheld the tall tower. He knew was the heart of Miserable's power. Best possible time 36 Minuten. Wow. Feels bad. Red PB. Hmm.
Wow, ich bin nur 1 Minute 40 in dem Weltrekord. Das ist fast dran. Aber nur fast. Doch nur 48 Sekunden hinter deiner Baby. Go, Weser! Die krieg ich noch! Mach kaputt, Junge! Mach kaputt, was dich kaputt macht und so. Ah! Ja. Diesen Jump, den fehle ich so häufig. Das darf eigentlich nicht passieren. Okay, seriously, that never happened before. Das ist noch nicht mal gelogen. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Philipp, komm das noch einmal, kriegst du ein Timeout. Ich hab echt keinen Bock mehr. Ich hab dir vorhin schon eine Ansage gemacht, dass du das nicht mal wieder aufreißen sollst. Gott! Himmelarsch, Willen. Kann doch nicht angehen. Wie direkt muss man eigentlich sein? Sehr direkt. Ja, ich merke das schon. Tja. Nicht lang Fackeln machen. Ja, dieses Mal die gleiche Keule. Du weißt doch, ich bin ein netter Mensch. Sylph hat den gleichen Delay gehabt wie du und wenn Sylph entscheidet, dafür gibt es einen Purge, dann gibt es einen Purge. Sei froh, dass es nur ein Purge war. Guck meinem Kumpel beim Speedrun zu. Hallo! Jo. Grüß mal. Er hat einen Jump gemacht, ist bei so einer Spinne, oder Spinne, also bei so einem Affen, und er ist da drüber gesprungen und er wusste noch nicht mehr, dass man darüber springen kann, ins Leere. Mickey! Mickey Maus! Hm? Nee, das ist Castle of Illusion. Well. Random Sister appears. Die hätte sie auch so ein Ziel bringen können. Ich schnack auch mit dir, ist kein Problem. Ich bin ein netter Mensch. Ja, das bist du. Du bist ein Schleimer. Nee, ich bin eigentlich ein Arschloch. Curl out and wind about. Possess this chase and now give chase live. Ich liebe die Sprüche. Mond, irgendwann kriegst du von mir die Aufgabe, alle Sprüche mal rauszuschreiben. Nö. Oha. Ich hab genug zu tun. Ich bin nebenbei jetzt gerade am Routen weiter, was Pokémon Mond angeht. Achso. Nein, die Blöcke sind nicht random. Es fallen immer die gleichen runter. Damit du mal eine vernünftige Route haben kannst. Ich werde das Spiel nicht mehr anfassen. Don't think about it. Oh, irgendwann kriege ich mich doch dafür begeistert. Nee, so viel Geld kannst du mir gar nicht geben. Okay, was würdest du sagen, wenn ein Cutscene-Skip gefunden werden würde? Würdest du es dann wieder anfassen? Nein. Aber Cutscene-Skips. Dieses Game, ich weine immer noch innerlich, wenn ich daran denke. Wegen der vierten Prüfung, ne? Ja. Ja, die war echt scheiße. Pokémon Mond. Ich route momentan die. Ich versuche gerade den Guide fertig zu routen. Was ich. Ich habe nur ein Permaband. Also wenn du dir noch mehr ist, ne? Ich bin da ja nicht so. Ich bin eher ein freundlicher Mensch. Philipp, jetzt ohne Witz, versuch es nicht rauszureißen. Ich meine, wir haben sehr gute Worte, die wirklich dann sagen, ja, wir machen das. Wir können es auch so machen, wie bei anderen Chats, dass du bei jedes Mal, wenn du irgendwie das erwähnst, wegen Bann oder Timeouts und so weiter und so fort, dass es um 1 Minute höher geht. Oh, das wäre lustig. Ja, das wäre doch ein lustiges Spiel. Oder wenn du versuchst, auf die Nerven zu gehen, dann können wir das auch gerne unter 1 Minute machen. Dann würde Weser sich richtig freuen darüber. Moment, ich muss ganz kurz jemandem eine Sprachnachricht schicken. Möchtest du auch zu Mond und mir in Teamspeak kommen? Wem hast du jetzt die Sprachnachricht? Wen wohl?
Es gibt eigentlich nur eine Person, die gestern mit dabei war. Oder? Richtig! Oh je. GG World Record. Knapp vorbei ist auch daneben, aber almost. Aber ganz nah dran. Ich meine, du warst nur eine 5. Du warst knapp. Ey, guck mal, du warst 2 Minuten hinter Weltrekord. 2 Minuten! Das ist viel zu lange. Aber selbst immer noch besser als deine PB in Limbo. Ha! Wow. Wie viel kann echt nichts Besseres sein? Wow. Der war echt schlecht, ich gebe es zu. Wow. Ich habe geglottet. Ach ja, ich schwimme, ich einen Block gehabt. Er schreibt, er hat gerade geschrieben, das war ein guter No Reset Run. Ja. Definitiv, also kann man mal so stehen lassen. Was man eventuell dazu missen muss, meine PB war ein No Reset Run. Oh. PB kommt noch. Ja, die nächste PB ist der World Record. Oder Platz 2. Ja, genau, du sollst nicht über TO reden und am besten auch nie wieder auf das eingehen, was Weser mal schon mal erwähnt hatte. Dann bist du zufrieden. Ansonsten kriegst du ab jetzt die Warnung, dass es eine N+1-Regel gibt, was Timeouts angeht. Kommt dieser Spruch noch einmal, werde ich meinen Run unterbrechen und dann kriege ich einen Bann. Ist mir scheißegal. Ich habe die Ansage gemacht. Ich habe vorhin freundlich nochmal darauf hingewiesen. Jetzt gab es die harte Ansage. Und ich fackel da auch nicht mehr. Oh, ist okay. Das gilt für German und auch für meinen privaten Channel. Bam, bam, bam. Aber da sieht man eigentlich mal, was alles noch in dem Run möglich ist. Eben. Die Sum of Best von Rasmus ist bei 33,46, glaube ich sogar. Das ist richtig krass. Nice. Wo ich auch echt nicht weiß, wie er das macht. Wo ich auch fast neidisch drauf bin. Muss ich mal kurz gucken, wo sind denn meine Notes jetzt wieder abgeblieben? Wo haben wir denn Kalle? Da ist Kalle. Nee, 3-Skip. Gott, das sieht jetzt scheiße aus. Oh, durch den Boden gefallen, das war so klar. Wenn du 10 Minuten zu uns kommen möchtest, dann tue dies. Du musst dann eben einfach nur Mond kurz anstupsen, dann zieht er dich zu uns hoch. Wie bitte, was? Doritos wird dich wahrscheinlich gleich kurz anstupsen, dass du sie uns, zu uns in den Channel ziehst. Oder auch nicht, weil ich es schon gesehen habe. Ah, siehste. Einen wunderschönen guten Abend, Doritos. Schönen guten Abend, Jungs. Oh. Und Chat. Na, oder wenn ihr was im Chat seid, weiß ich nicht. Kann... So, Chat, ja, jetzt. Alles super. Chat, jetzt winkt ihr alle einfach mal ganz freundlich, denn wir haben weiblichen Damenbesuch. Wir haben weiblichen Damenbesuch, genau. Lächeln wow. Und winken. Genau. Du lächeln und winken. Also lächeln. Tut das, was ihr sonst normalerweise nicht tun würdet. Seid mal nett. Was? Das gilt auch für dich, Mond. Packt euch erstmal selber die Nase. Rentiert sich das überhaupt? Ich muss nämlich in 10 Minuten ins Bett, weil ich morgen wieder arbeiten muss. Wieso? Ich muss auch morgen Geld arbeiten. Verdiene halt dein Geld mit Streamen, das geht auch. Ja, ich schmeiß jetzt einfach meine Arbeit hin, weil ich schon so gigantisch groß bin, damit mein Geld verdienen kann. Ich finde das lustig, wenn der Chat mitmacht. Das finde ich gut immer. Ich mag den Chat. Ich wink mal zurück, lieber Chat. Weibliche Damenbesuch hört sich männlich an. Oh. Mit solchen Aussagen sei vorsichtig, wenn das jemand den falschen Hals kriegt. Außer du meinst Mond, dann stimmt das. Der war gut. Der war böse, aber gut. Und wo sind das Sachen? Na, guck mal, ob ich den scheiß Ding kriege hier. Nein.
bin echt sauer geworden, das heißt, ich spiele ja gerade Darksiders bei mir und spiele es auf der Computerversion, also mit der Tastatur. Und es hat bis jetzt so lala geklappt, ja. Und jetzt bin ich bei einem so blöden Boss, wo ich nochmal so eine Extra-Waffe bekomme. Und das geht nicht. Ich breche mir fast die Finger, weil ich nicht alle Tasten gleichzeitig drücken kann. Müsste das aber theoretisch. Also wer sich das ausgedacht hat, die PC-Version, der gehört verprügelt. Aber echt. Du könntest doch einfach die Buttons umlegen. Oh mein Gott. Ja, ich bin hier. Oh mein Gott, ich kann das echt vorher abbrechen, bevor ich dieses Try mache. Oh mein Gott, ich kann mir meinen Raycon hier abholen, was ich vergessen hatte. Kleiner Funfact, ich habe noch einmal habe ich versucht Darksiders 2 zu runnen, habe gemerkt, das ist eine der schwersten Speedruns, die man machen kann. Ist es kläglich gescheitert. Und dann werde ich sehen, ob ich das ganze Speedrunne, aber sicher nicht mit Tastatur, weil da brichst du dir echt sämtliche Finger. Tust du das? Oh, ja. Also Darksiders 2 wird mit Tastatur gerannt. Also bei Darksiders 1 geht's definitiv nicht. Es ist so blöd gemacht. Ja, Z sagt es. Es ist echt richtig blöd geregelt. Es geht fast gar nicht. Ja, ich frag mich auch so manchmal, was die sich da gedacht haben. Ja, gar nichts. Das ja, arbeiten. Aha. Hast du auch den zweiten Teil? Ja, ich spiele gerade den ersten durch und den zweiten habe ich mir auch schon geholt. Ich habe den ersten sogar in beiden Versionen. In HD und Non-HD. Ich habe Darksiders 2. Oh, warte mal, wir reden jetzt hier von Darksiders. Ja, sie spielt auch den ersten. Ja, ich habe auch beide Teile. Ich habe beide Teile auf Apokalyptisch durch. Ich nicht, mir war das zu schwer, wenn ich ehrlich bin. Echt jetzt? Ja, ich hab. Also, ich weiß nicht, ich war zu kacke für das Spiel. Ich hab sogar also den Darksider Comic. Ich hab für das erste Mal irgendwie apokalyptisch, was Darksiders 2 anging, habe ich irgendwie knappe 15 Stunden gebraucht. Boah, was? Echt? So lange geht der? Naja, ich habe ja versucht. Naja, was heißt der Run? Ich habe den Run ja nicht gemacht. Ich habe halt versucht, halt das Casual zu spielen. Ach so, okay. Und apokalyptisch war einfach echt widerlich. Hab die Tastatur sauber gemacht. Ich dachte schon, du hast irgendwie deinen Kopf so auf die Tastatur gelegt. Mal gucken, was ich schreiben kann. Wow. Super lustig. Oh, Zed hat beide Teile als Collector's Edition. Oh, wie geil! Das habe ich auch, das war aber im Angebot. Hast du das nicht? Ich weiß nicht, ob du Steam hast, du hast doch bestimmt Steam. Ich habe Steam, ich habe sie auch beide. Ich habe mich da aus Zufall durchgeklickt und habe Darksiders und Darksiders 2 mit allem drum und dran, mit der Musik und dem Comic und den ganzen Edition und so, bla bla bla. Und auch zwei, drei anderen Spielen, dessen Namen ich vergessen habe, für 14 Euro geschossen. Das war so ein komplettes Ding, habe mir gedacht, YOLO Kapulle, das kaufe ich nicht. Nice. So, mal schauen, ob ich jetzt hier diese Scheiße hier hinkriege. Im Zweifelsfall nein. The Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was. Ich hab die Collector's Edition von Alone in the Dark. Da war eine Alone in the Dark Figur drin, die ich mega geil fand. Deswegen hab ich die eigentlich gekauft. Ja, große 5 Rise Made. Bestimmt. Ich glaube, ich verstehe nur Leute, die LOL spielen. Was ist mit LOL? Hat jemand was mit LOL geschrieben? Oh mein Gott, LOL Speedruns. Okay, mal gucken, ob ich dieses Lorantis jetzt töten kann. Oh Gott. Ah. Mein Hintern. Okay, let's see. Oh mein Gott, das Ding verarscht mich doch gerade. Mach ich's eben ja, anders. Gut. Ist doch aber immer so. Was war das denn gerade für ein Moped? Ich hab geknurrt, weil ich sauer bin. Das klang eben kaputtes Moped so. Nee. Ich hab mich vorher, bin ich auch nicht komplett ausrasten und hab einfach nur Kritzka rausgebracht. Wenn man nicht fluchen möchte, kommen seltsame Geräusche raus. Tut mir leid, das kenne ich nicht. So eine verfickte Scheiße! Ich fluch nie!
muss mir das abgewöhnen, weil ich kann auf der Arbeit ja auch nicht fluchen, wenn mir irgendwas Blödes passiert. Einmal X-Special Tag, Kill SOS, hier einmal X-Special. Wie soll das funktionieren? Bist du bescheuert, Spiel? Meist mit Ingame-Sachen. Hat es geknattert wie so ein Wächt-Moped. Moped Doritos, lol! Doritos not Moped. Nee, Moped not Burritos. Moped not Burritos finde ich gut. Ja, Game Crash. I fucked it up. Weser hat's kaputt gemacht. I broke it. Wo ist Weser jetzt auf die stille Treppe? Nein. Schade. Ich habe so sehr versucht, den Stream auf German Skinner freundlich zu führen. Jetzt wird hier geflucht, als wäre das normal. Z, ich habe dir geschrieben, mach doch. Mach doch, was du willst. Kinderfreundlich. Und die Uhrzeit haben keine Kinder mehr zu gucken. Sind nicht bei GZSZ oder so. Dotti das Moppy. Dotti. Er hat dich wirklich. Boah, da hat jemand Dotti das Moppy gesagt. Philipp, ich weiß zufälligerweise, dass du einer meiner Follower bist. Und du weißt ganz genau, dass ich Dotti nicht mag. Das ist so das Ganze. Das ist der schlimmste Spitzname aller Zeiten. Z erfüllt den Bildungsaufgabe. Tut mir leid, den musste ich jetzt gerade so sagen. Z erfüllt den Bildung. Allein im Kontext finde ich den Schreibfehler sehr lustig. Ey, Z hätte doch an der Stelle dabei sein müssen, wo wir bis um 4:30 gestreamt haben. Ich glaub, dann wär habt ihr gestern gewesen. Bis 4:30 gestreamt? Ja, ja, ich hab bis 4:30 gemacht. Ja, wir haben bis 4:30 gemacht. War da schon in meinem Bett noch geschlafen? Das haben wir uns gedacht, als du gesagt hast, dass du ins Bett gehst. Ich bin aber relativ schnell eingeschlafen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen im Chat aktiv sein. Hab genau 2 Minuten meine Augen offen gehalten und dann bin ich eingeschlafen und bin umgekippt. Hab ich mir aber schon fast gedacht, weil ich weiß, wie anstrengend das ist und ich weiß auch, dass ich gestern mit Infos geballert habe. Wir sind teilweise es lag auch echt daran, mega dass ich arbeiten musste davor. Ja. Einige Stunden, es war hart. Das auch. Ja. Mein Junge, gerät, ich habe. Ja. Wurde offenbar nicht erfüllt. Ja, Seth, den Bildungsaufgabe musst du mehr machen. Okay, war zwar ein beschissener Treeskip, aber don't care. Oh wow, this was bad. Bam bam bam. Bei Jutta gelernt, ich habe den Bildungsaufgabe. Du hast gelernt? Nee, ich lerne nicht. Oh Gott, warum geht das nicht? Es geht. Mickey knew he was closer to Miserable now. The very tingle with mischief and danger. Egal, er bleibt in der Bushbaum. Kleine. Ich will mal irgendwas gucken. Ich hab, glaube ich, eine Vermutung. Du hast eine Vermutung? Ja, dass das Spiel auf den höheren Grafikeinstellungen langsamer ist in den Ladezeiten. Video. Hier hin, was für eine Rotze. Puh, das hab ich aber aus. Ah, okay, dunkel. War wohl eingebildet. Nice, super Sonic. Avoided. Ist das jetzt hier ein Weser-Stream, ein Sith-Streams? Das kam aber erstens sehr früh und zweitens ja. Hat einfach den Hintergrund, Civ ist aufgehalten worden und hat dann gesagt, sein Tag war so anstrengend. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt einfach kackendreist übernommen. Suddenly World Record Attempts und so. Ne, vor allem, wenn man dieses dunkle, düstere Limbo hat den ganzen Abend, da muss auch mal ein bisschen was Farbenfrohes her sein. Felt more like those of a frightened kitten.
Das stimmt, Germanien, deswegen habe ich dich damit ein bisschen aufgezogen. I hope you're not mad, Bro. Und sonst würden so euer Tag. Ich habe eigentlich meinen kompletten Tag verschlafen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aufgestanden, hab Weißwürste gegessen. Typisch bayerisch. Ja, lustigerweise schickt sie mir ein Bild. Heute gibt's bei mir Weserwurst. Der war voll gut und dann habe ich ihm ein Foto von meinen Weißwürsten geschickt. Das war ein schlechtes Wort mit. Da gab es dann bei mir nur ein Facepalm. Dann bin ich danach wieder eingeschlafen oder bin ich um 4 Uhr irgendwann aufgewacht und dann habe ich angefangen zu streamen. Das tut mir leid. Ich habe nichts für meinen freien Tag, schade irgendwie. Ja, Zed, hast du aber nicht. Oh, ich hab's besiegt, nice. GG. Was habt ihr denn mit eurem Tag so angefangen heute? Irgendwas Wichtiges getan? Ich habe geschlafen, ich habe gegessen, ich habe Dr. House geguckt, ich habe Zed geguckt. Ist man auch mal auf Toilette gegangen? Dann müsste ich überlegen, ob ich heute auf Klo war, aber ich glaube ja. ich habe Pizza bestellt. Und ja, jetzt bin ich am Stream. Ich hatte einen produktiven Tag. Ist das schön. Ich bin ja auch schön. So, das ist voll langweilig, ne? Morgen nicht arbeiten gehen. Mag jemand für mich arbeiten gehen? Ja, gehst du für mich arbeiten? Ja, abgemacht. Hast du spät, hast du früh oder Spätschicht? Frühschicht. Frühschicht, dann musst du da anfangen? Um 6. Okay, ich will doch nicht mit dir tauschen. Du musst nämlich erst um 9 Uhr anfangen. Trotzdem. Was macht ihr alle so viel? Ja, Philipp, ich weiß auch nicht. Wir sind einfach alle total hart drauf und machen immer voll viel aus unserem Leben. Ja, wir sind eigentlich voll die derben Diggi. Hat er das wirklich gesagt? Das ist aus einem Lied. Alter, was bist du derbe, Diggi? Super lustig. Versteht nur keiner. Ich wollte gerade sagen, wäre vielleicht lustig, wenn sie das versteht. Ihr habt halt alle keinen Humor. Zed schreit um 6, das ist die Zeit, da ich einschlafe. Ja gut, Zed, du streamst ja aber auch, dass ich schlafen kann. Ich hab den Cycle gemisst. GG. Bam bam. Okay, so. Ich hab erstmal wieder genug gewartet. Ratst du gerade etwas oder übst du? Ich route. Was ist das? Routen ist im Prinzip, also du kennst ja Dinge, also Routen ist im Speedrunning halt sowas wie, du machst halt den Teil, sagen wir mal, du versuchst herauszufinden, wie der Speedrun funktionieren könnte und versuchst dann halt so ein paar Strats aufzuschreiben für dich selber. Das nennt man Routen. In dem Sinne route ich aber anders, denn es existieren schon mehr oder weniger. Also ich habe gerade Notes bekommen oder einen Guide bekommen, den ich mir mal angeguckt habe und den bearbeite ich gerade. Das kann man auch sowas wie Rerouting bezeichnen, dass ich den halt versuche, so gut es geht, nach Wissen, auch nach vielen Möglichkeiten, wie das Ganze funktionieren könnte, was gibt es als Backup und so weiter und so fort, oder mit Backup-Strats verbinde, dass ich halt das Ganze dann auch hier aufschreibe und dann nochmal drüber gucke und das dann praktisch veröffentliche für die Speedrunner. Okay, krass. Also machst du dir gerade voll die Arbeit. Ja, tue ich auch. Das ist nicht gerade lustig, aber ich habe mir gedacht, ich muss mal irgendwann damit wieder anfangen. Mein Beileid, Sif, mein Beileid. Ja, weil deine Streams so langweilig sind. Genau das ist der Grund. Bernie Rigsten. Was hat denn der für Comics gemacht? Ich hab gerade auch keinen davon im Kopf. The Red Rainbow Gem was finally his. Now it was time for our hero to move on. Exploring the castle halls, Mickey now had one of the Rainbow Gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find, and the Masters of Illusion would not give them up. Boah, krass, das ist ja richtig gut gezeichnet.
Kann ich gerade nicht gucken, daher. Ich kann dir beschreiben, was auf dem Bild passiert. Ja, bitte. Es ist schwarz-weiß und es ist ein Labor, würde ich sagen. Und es sieht aus, als würde ein Monster, ich schätze mal, seinen Erschaffer am Kragen packen. Also er packt ihn da und schaut ihn böse an. Ja. Hilft dir das? Ja, nein. Ich kann dir sagen, da ist ein Balken und Gläser. Und oh ja, Show. Das habe ich bestimmt schon mal gesehen. Jetzt. Ich wollte sagen, also, das Bild kennst du. Okay, ich kann den nur jetzt schon knicken. Ja, fuck it, ich habe so viele Movement-Fehler gemacht. Ja, ich habe so viele Movement-Fehler gerade schon gemacht. Das ist, Holy! Wo der Yeti Super Dog, das ist wirklich Super Dog, den Hals streichelt. Hilft dir das, Weser? Oh, ich hab die Katze gerade aus Versehen getreten. Ups. Aus Versehen. Ja, ich hab mein Bein ausgestreckt und da war auf einmal eine Katze. Kenn ich das Problem. Klingt voll unrealistisch. The Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. So, wollen wir jetzt aber hier nochmal. 5 Minuten gehen immer, außer es ist die Bahn. Dann nimm dir die 5 Minuten lieber nicht. Ich bin fast müde. Bitte? Ich bin fast müde. Du bist fast müde? Ja, fast schon ein bisschen. Und ich habe heute mit Ben Jerry's Eis angefangen. Hab ich gesehen, das Foto. Voll lecker. What, Glott? Bam. Ich weiß zwar nicht, wo der herkam, aber bam. Machst du, Cesar, das gleiche wie gestern? Dass du das immer wieder neu startest, wenn du einen Run verkackst? Ja, die World Record Attempts. Ich versuche, den World Record zu brechen. Okay. Ich wollte übrigens fragen, ich würde mir das natürlich selber noch ein bisschen erarbeiten. Einmal, wann das Video von gestern auf German Show geladen wird, damit ich das mir noch mal anschauen kann. Das VOD ist schon oben. Okay. Und im Laufe der Woche werden die VODs auch hochgeladen. Alles klar. Und dann wollte ich fragen, ob wir das entweder noch mal auf deinem Kanal machen wollen, das ist mir egal. Ob ich noch mal einen kompletten Run von dir bei Gelegenheit kommentieren darf. Das kriegen wir wohl ist hin. Ist egal, wir können das auch bei Dermage machen, das ist mir egal, das entscheidet ihr. Das können wir dann auch ruhig auf Dermage machen. Ich weiß nicht, wir können ja Veni fragen, ob er Bock hat, auch mal auf so eine Trockenübung. Dass du dann halt mal siehst, wie das mit Veni dann ist. Ja, können wir machen. Werde ich den Veni mal anhauen, ob er mal irgendwie einen Tag Bock hat. Also wenn er im Moment gar keine Zeit hat, können wir das auch gerne nur als Übung mit jemand anderes machen. Das wäre mir. Ja, das würde einfach mal einen richtigen Nebenkommentar kriegen, weil wenn ich run, muss ich mich definitiv konzentrieren. Ja, klar, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand anderes dabei immer schnell bereit erklärt oder so. Oh, da finde ich genug Opfer. Ich kenne mittlerweile genügend Leute in Run. I'm looking at you, Mond. Hm? Was ist mit mir? Ich hab gesagt, dass du den Run hier kennst. Ja, kenne ich. Das hat gerade voll motiviert geklungen, so. Ja, leider. Ja, wie gesagt, ich bin gerade am Aufschreien, weil ich jetzt gerade die ganzen Sachen, die ich jetzt fertig gemacht habe, jetzt versuche irgendwie aufzuschreiben und das halt irgendwie auch gut klingen soll. Und vor allem chronologisch. Du musst es einfach machen wie Zed. Der Trick ist ganz einfach, sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort und mach das Richtige. Das war die beste Beschreibung eines Glitches.
Hey, warum treffe ich den Cycle nicht mehr? Was ist denn hier los? Den Reset-Button wird geraped, nicht nur heute. Tschüss, Philipp. Schönen Abend dir. Ja, Z-Ether Germany wird auf jeden Fall grandios. Wird super lustig einfach. Da freue ich mich auch schon drauf. Frage, ist Zed nicht der Typ, der bei Limbo mit verbundenen Augen rannt? Ja genau, das hat er auch heute hier auf dem Stream gemacht. Ah. Wie du wieder nichts mitkriegst. Nie. Ja, Entschuldigung. Also ich kann dir jetzt empfehlen, dir den Part mal anzugucken, das ist super geil. Ja, ich hab das schon mal gesehen, als er das hier gestreamt hat. Ich sehe, du bist gut im Lernen. Nimbus am 50 wird auf der ESA selbst von dir erreicht, wenn dir das Streetscape jetzt schon klar ist. Oh. Ich bin jetzt noch 5 Minuten da und dann werde ich in mein Bettchen gehen und versuche zu schlafen. Oh. Das ist schön. Nicht wahr? Bettchen sind immer schön. Wenn so das. Was ist los? Warum hast du jetzt so eine destruktive Ader von dir? Das finde ich nicht okay. Aber er hat ich recht. Ich hab keine. Ich hab vor 2 Wochen endlich mal mein neues Bett bekommen. Aber ein voriges Bett davor wurde nur noch dadurch gehalten, dass ich Holzklötze von draußen unter mein Bett geschoben habe, weil die eigentlichen Stelzen alle abgebrochen waren. Das war ziemlich unbequem und ich hatte immer Angst, wenn ich mich reinlege, dass es zusammenbricht und ich sterbe. Da gibt's das ganz Einfachste dagegen. Matratze auf dem Boden. Das ist mir dann erst dann gekommen, als mein neues Bett unterwegs war. Und dann hatte ich die schon alles ausgeräumt. Und dann meinte ich so, warum habe ich das schon vorher getan? Naja, egal. Also war ich zu voll, alles aus meinem, unter meinem Bett rauszuräumen. Ich lagere nämlich mehr so viel unter meinem Bett. Der letzte Blindfold Run hat... Ja, das war eine sehr schöne Aktion. 20 Minuten sitzt er dann da, macht sein Blindfold und keiner kann es sehen, weil Twitch abschmiert. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das war wunderbar. Okay, das sollte jetzt erstmal so weit passen von den Notes, ja. Stefan, frag mir, welchen Game du es gerade machst. Pokémon Mond und Sonne. Pokémon Mond. Okay. Ich hätte ihn schon gerade bei einem Part ist es ziemlich anstrengend, das Ganze irgendwie jetzt irgendwo ein gutes Setup zu bauen. Weser spricht aus Erfahrung. Sind die so unterschiedlich zum Run, die beiden Teile? Ja. Okay. Ich werde nicht über Pokémon Mond sprechen. Ja, der Part war nicht gut. Der war nicht gut, der kostet Zeit. Und Zeit haben wir nicht. Oh, man sieht's gerade, du hast bei den Nussknackern ziemlich verkackt, ne? Ja. Leider. Also, ich sag es mal so, es ist halt wirklich, es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt von den Spielen her wirklich sehr unterschiedlich. Besonders zum Beispiel der Anfang ist ziemlich gemein, was Sonne und Mond unterscheidet. Okay. Da gibt es halt ein paar Sachen, die sind halt sehr gravierend, wenn du halt das schon auf der anderen Edition spielst, weil du halt da wirklich einen Vorteil hast von ein paar Minuten. What the fuck? Warten. Ich hab geglottet. Wie hast du geglottet? Ich hab keine Ahnung, wo der Glotte herkam. Was? Warte mal. Du hast bei den Toys geglottet? Ja! Wo ich gerade dann sagte, voll scheiße. Wie zur Hölle hast du das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Wie zur Hölle bist du vor... Ich hab keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Wie zur Hölle bist du vor ihm gekommen? Vielleicht hat es wirklich mit dem Nussknacker, vielleicht du das Zeit einsparen, hast du schon mal darüber nachgedacht vielleicht? Das wage ich zu bezweifeln, weil das Gefühl wirklich langsamer war. Nur weil das Gefühl langsamer war, weißt du doch gar nicht. Ich werde das echt nochmal nachgucken müssen. Und dieser Glott ist gerade so, what? Vielleicht irgendwo halt den Damage Boost ausgenutzt. Hast du vielleicht gecheatet?
Ja, ich habe Turbo-Modus, aber sag's keinem bitte. Er lässt den Timer rückwärts laufen, deswegen macht er Zeit. Ich hab den Timer heimlich pausiert, keiner hat's mitgekriegt. Das ist voll schlecht. So, auf einmal, wir sind 20 Minuten. Ach, ja, er atmet so seltsam. Stirbt er gerade? Der Run ist kacke, New BR. Es ist aber oft so, weißt du, wenn man halt irgendwie voll den Scheiß-Run hat, macht man auch eigentlich einen WR. Wenn man halt glaubt, es ist ein Scheiß-Run. Setz dich nicht unter Druck, er ist doch so weit vorne. Setz dich nicht unter Druck. Er hat die Zeit. Ja! Set, genau. Set auch. Oh, was ein Scheiß-Run, Stanley. Oh, Weltrekord? Die Reaktion war so geil. Super gut. Kann man den Nussknackern besser durch als gestern Abend? Okay. Vielleicht fühlt sich das für dich so an, aber weißt du nicht, welche Spartezeit einfach, dass du so einen neuen Trick herausgefunden hast. Warten wir mal Castle 1 ab und den einen ganz speziellen Jump, den halt er noch Schnauze. Machen muss. Na, um ihn unter Druck zu setzen. Nee, es war einfach nur ein bisschen schicker. Wir feiern jetzt schon alle den BR und er. Nach Castle 1 werde ich erst über World Records nachdenken. Vorher brauche ich das gar nicht. Finde ich gut. Ja, Castle 1 kann halt alles zerstören. Da kann ich 3 Minuten vor mir drin kurz sein. Castle 1 zerstört mir das. Ohne mit der Wimper zu zucken. Es gibt auch einen Grund, warum der Split Thanks Nunuba heißt. Warum denn? Wegen dem Nunuba Jump. Thanks, oh, Nunuba, dass du so scheiße, dass du nicht mich jumpen lässt darüber. Oder thanks, Nunuba, dass du mir wirklich die Chance gegeben hast, dass ich darüber jumpen kann. Eher thanks, Nunuba, wegen dir muss ich den Scheiß machen. Ja, so in etwa. Er hat es wieder geschafft, dass die Karte oben bleibt. Er ja. Hat's einfach drauf, der Junge. Er hat einfach drauf. Ich hab geschafft, das auch nur, weil ich faul bin. Vielleicht sollten wir die ganze Spiel mal so konzipieren, dass er es schafft. Einfach nur, weil er faul ist. Einfach gar kein Movement. Ich splitte einfach zweimal und dann habe ich Weltrekord. Ne? Mit der Begründung, ich will Mini nicht treffen. So. Ich werde jetzt ins Bett wandern. Eine wunderschöne gute Schlaf Nacht. Gut. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht, der Chat. Tudelülü. Rainbow Jam. Mickey's heart swells in new hope. The quest to save Minnie was far from over. Louis, time save. The second Rainbow Gem was. Guck mal, die schreiben auch alle Dori. Mickey had no time. Ich bin wieder weg. Hier meckert sie rum, ne? Another 5 gems and Minnie. Nur weil die anderen da schreiben, heißt das nicht, dass sie das mag. Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Head of VR, nope, not anymore. Ja, mein Gott, diese 0, diese hundertste Sekunde da. Und die knackigen Parts kommen ja jetzt erst. Los knacken. Wow. Ein Bombenkohl. Ja, er liegt gut drin. Oder wie jetzt Runner sagen würde, die sind. Es ist auch so ein Running Gag unter Runnern, oder? Na, war decent run. Wasn't sure just how deep underground he was, but the next rainbow gem had to be there somewhere.
Ja, Two Cycle. Sehr schön. Oh Gott, aber so knapp. Oh Gott. Wow. Runner Gag quasi. So noch auf die Fledermaus gekommen ist. Das war die letzte Frame. Ah, komm. I'm so slow. It's bad. Nur die jetzt mit ist egal. Okay, das war richtig schlecht. Aber immerhin Two Cycle geschafft. Das ist schon mal was. Ja. What? Fuck, da hab ich versehentlich gesplittet. Ah, echt jetzt? Mann, ey, so eine Scheiße. Holy shit, wie viel du da gesplittet hast. Ja, ich bin mit dem Finger auf den Button gekommen. So bitter. Du musst mehr mashen. Ja, ich bin kein guter Buttonmasher. Es wird mal wieder Zeit, dass du mit mir Smash spielst. Dann mashen wir wieder durch. Ich war noch nie gut, was Buttonmashen angeht. Das werde ich auch nie wieder. Warte, du warst nie da gut drin und du wusstest auch nie wieder. Wie kannst du dann das? Hä? Ja, genau das. Hä? Genau. Denk mal drüber nach. Ja, du warst nie gut. Ja. Du kannst doch gar nicht gut sein, aber du wirst dann wieder gut werden, wenn du es noch nie konntest. In meinem früheren Leben war ich mal Profi-Buttonmasher. Das glaubst auch nur du. Fracking Kitten. So. Die ersten Level sind halt eigentlich nicht mal die kritischen, auch wenn ich dafür resette. Besa, weißt du, was du in deinem früheren Leben warst? Ein Trottel? Nein. Du warst ein professioneller Baumschubser. Oh. Ich weiß nicht, ob es jetzt Beleidigung durchgeht oder nicht. Hier wär's mit einfach. Joa. Joa, kann man so bestätigen. Junge, ich schubst dich gleich mal um. Baumschubser, Sinclair, ja. Ah, die Dinos. Das war so eine schöne Zeit. Nicht die Mama. Bom. Nicht der Runner, nicht der Runner. Okay, da habe ich recht lange für den Tree-Skip gebraucht, auch wenn es First Try war, aber ist okay. Nicht die Mama, er hat zwei dumme ein Gedanke. Ja gut. Ich frage mich, ich hatte den Gedanken, aber wer ist ein Dummer davon? Du und ich hatten den Gedanken. Ich zähle einen dumm. Also du sprichst gerade von dir. Halt die Schnauze. Lieb mich. I need it. Oh Gott, oh Gott. Nur wenn du sagst, ich bin das Baby, musst du mich lieb haben. Ich bin der Runner, muss mich lieb haben. Oh. Du siehst mich ja nicht. Okay, ich habe für den Ghost im zweiten Level jetzt endlich ein Setup gefunden, was für mich funktioniert. Also, womit du jetzt sagen kannst, dass das noch ein bisschen so als Backup oder so ist. Nee, dass es consistent ist. Echt? Ja. Du meinst es, dass du, wenn du jumpst, dann nochmal kurz zurückjumpst oder wie? Nee, wenn ich ganz links zu ihm raufspringe, nee, ganz rechts ist es, kann ich so springen, dass ich durch seinen
fett durchgehe, ja, fett sein Geistkörper. Und dadurch komme ich auf die Hitbox, dass ich weiterspringen kann. Ah, okay. Das ist aber wirklich recht präzise, aber für mich funktioniert es lustigerweise. Ja, First Cycle. Freunde. Easy. How close he was getting. Wow, diese letzte Gem, holy shit. Oh, das war auch recht schnell. Der Erzähler ist so legendär, ja, der ist super gut. Allgemein, was die Sounds angeht, hat dieses Spiel keine nervigen Sounds. Das ist echt angenehm. Nervige Sounds, so wie bei Pokémon. Du resettest jedes Mal und hörst einfach nur diese Labormusik von Professor Eich, ey. Ja. Ne, das sind jetzt wirklich zeitlose Sounds, die du einfach ganze Zeit dir anhören kannst. Wo überhaupt nichts. Wie ist das ganz angenehm? Oh. Da war ein Tier-Town. Es geht eigentlich, du bist ja nie wirklich lange dort. Meine Lavandia selbst, die Musik ist schon nervig genug, aber die Lavandia-Town-Musik geht eigentlich noch. Dafür habe ich ja wenigstens einmal im Run, wenn ich dann halt den Run durchsetze, habe ich einmal eine wunderschöne, entspannte Melodie und das ist ja auf der MSN. Oder im Englischen besser gesagt SSN. Oh, I like this time. Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to find, and the masters of illusion would not give them up. So much green. Mickey emerged into a toy box of peril, another of the witch's illusions. Nee, die Fahrradmusik ist richtig anstrengend nach einer Zeit, wenn du die immer wieder hörst. Hey Luca, Blade. Ei, wunderschön. Wie geht es dir? Da fahr nicht so viel Fahrrad, fahr lieber Auto. Eh total selten Fahrrad in Pokémon. PB-Hype? Wie meinst du es jetzt mit PB-Hype? Bei mir. Glaube ich ja weniger. Ja, die kritischen Sachen kommen halt noch, ne? Ja, deswegen halt, eigentlich kann man sich nie zu früh freuen über den Knie. Eigentlich darfst du dich den ganzen Run über nicht darauf konzentrieren, ob es eine PB wird oder nicht. Ja. Ich meine, man sieht es ja am besten Beispiel bei mir, ne? Wo ich halt bei German Chats den Run gemacht habe, ne? Ich meine, ich hatte 11 Glotz und habe trotzdem eine PB verschissen. Ja. Das passiert halt schnell, vor allen Dingen, ich habe jetzt hier noch die Castles vor mir. Die hätten noch super Zeit fressen können. Das stimmt, die Musik von dem Tower ist auch echt nervig. Vom Zinn Tower. Ich müsste mal wieder Pokémon Crystal weiter üben, dass ich mal die gescheite RNG Manipulation bekomme, beziehungsweise Train ID. Moved onward into the land of toys. These playthings were somewhat less than playful. Ah, hab ich gesehen, dass das zu kurz war. Bin ich zu früh gesprungen. Egal. Das kostet Zeit. Egal. I got this. Ich hab noch genug Backups. Habe ich gesehen.
dass Cheese seine Zeit gerippt hat beim dritten Bowser. Das kann so schnell passieren bei Runs. Vor allem gerade bei Runs, wo man halt selber nochmal versucht, die Weltrekorde zu verbessern. Dann ist es echt arschig. Ja, weil man sich selber unter Druck setzt. Ja, klar. Ich meine, an wem willst du dich denn da messen, weißt du? Du kannst dich ansonsten an jedem Runner messen, wenn du nicht gerade irgendwie weit oben dabei bist, weißt du? Eben. Ja, deswegen, bei dir ist es halt echt so, man kann sich eigentlich nur noch an die drei über dir halt messen. Und eben. Am besten halt wirklich, und weil die Zeiten eigentlich nicht mal so krass voneinander unterschieden sind, kannst du eigentlich wirklich schon auf World Record Attempts gehen, in der Hoffnung, dass du halt alle drei überholen kannst gleich auf die nächste PB, die ich machen werde, die wird Platz 2 sein. Hundertprozentig. Das, ja, und da musst du halt am Weltrekord irgendwie ransetzen, ne? Eben. So. Deswegen ist es halt eigentlich ist es halt echt manchmal frustrierend, wenn man halt wirklich weiß, man kann's, aber man kriegt's aber nicht hin. Aber du kriegst es halt echt nicht hin, das ist echt kacke. Einfach am Run verkacken, ja, das tut echt weh. Tower Climb. Es tut immer noch innerlich weh, nein. Aber egal. Ja, deswegen kam ja meine Schwester rein, weil sie wissen wollte, warum ich so gelacht habe. Achso. Wegen dem Tower Climb, weißt du, wegen dem Affen da. Achso. ja, die Diamanten ich brauche am Ende 320 Diamanten, um die letzte Tür fürs Castle 1 zu öffnen. Ja, ich habe gesehen, dass ich in einigen halt weniger eingesammelt habe. Ich habe aber genügend Backups. Daher ist das nicht so schlimm. Ich habe immer ein Auge darauf, wie viel ich gesammelt habe. Quick Hit. Nice one. Daher, das passt schon. Aber auf jeden Fall danke für den Hinweis. Finde ich gut, dass bei jemand aufpasst. Bam, 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 bam. Und auch einen wunderschönen an dich, Adrago. Ja, einen wunderschönen. Das habe ich schon vor lauter Run vergessen. Gut, dass ich noch da bin. Dafür habe ich dich da. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Den kenne ich. Ja, den kenne ich auch. Wäre doch auch mal lustig, wenn einer fehlt, dann einer tötet. Das wäre mega bitter, das kennt man viel zu oft. Okay, was ist hier gerade passiert? Warum? Hallo? Game? Oh wow! Seriously, that never happened before. Oh wow! This is what? Das passiert auch nur einen guten Run, sowas. Das ist hey, bitter. Cool. Softlocked. Kaputt getriggert, ja, keine Ahnung. Ich war stand, glaube ich, zu nah an ihm dran. Das war gerade das Problem. Was zum? Wieso bin ich nie auf die Idee gekommen, in der Phase auf die Spielkarte zu springen? Weil die Spielkarte normalerweise gar nicht da ist. Metal Sonic. Das ist das, die ist doch gar nicht da. Die gibt's nur durch die Glitch, dass sie noch da ist. Warum werde ich immer Runs von, wenn ich in den Chat komme? Vielleicht nicht denn die Korox? Vielleicht ist es deine Aura? Oh, Deadly Dinner ist auch mal wieder da. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann die meisten Namen nicht mehr lesen, weil die zu dunkel sind. Und dafür bin ich ja da. Jetzt wissen wir, jetzt weiß ich, wie alle meine Games mal softlockt. Bin dein Vorbild? In welchem Sinne Vorbild? Das ist irgendwie traurig, dass man dich als Vorbild hat. Also wenn es halt Ah, ich seh's gerade, du bist mein Vorbild, Mond, was Speedrunning angeht. Ich bin nicht gut in Speedruns, man sollte mich nicht als Vorbild nehmen.
Du bist halt unkonsequent. Bin ich gar nicht so schlecht. Wie kommst du darauf, Koro? Moin Moon, moin Wesermus und moin Chat. Hallihallo, blauer Name, den ich nicht lesen kann. Deadly Döner. Ah, hallo Deadly Döner. Der Todesdöner. Mein Kopf denkt weiter als ich schreibe. Das ist suboptimal, möchte ich behaupten. Das ist nicht richtig, dass der Kopf weiterdenken soll, bevor du schreibst. Es wäre ein bisschen sinnlos, wenn du halt schon aufschreibst, bevor du überhaupt weiterdenkst. Das machen aber viele. Schreiben, bevor sie denken. Ich denke immer, bevor ich was schreibe. Ah, damn it! Please skip, please. Aber ich würde echt gerne mal wissen, ob ein World of Illusion Remake geplant ist. Castle of Illusion ist sehr gut geworden, DuckTales ohne Frage, aber leider wie das Original viel zu kurz. Boah? Wäre echt eine interessante Sache, ob die davon noch ein Remake machen. Boah. Also Disney hat halt mega geil gespielt. Ich weiß, ich habe eins für die PlayStation 1 mal gespielt, auch so ein Mickey Mouse Spiel. Da ist man irgendwie halt in den 60er Jahren Mickey angefangen, ist halt irgendwie langsam durch die Zeit gegangen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das war aber auch damals echt mega cool. Warte, du meinst dieses Mickey Mouse Spiel, wo du halt am Anfang auf Boots Willy bist? Ja, genau, richtig. Und dann später in den ganzen Town und so? Also, ja. Das war ja für. Ich glaube, das war, hieß Mickey Mania. Ich hab keine Ahnung. Das war Mickey Mania. Ich glaube, das sogar noch hier, warte mal kurz. Into the castle entryway strode the mouse with a heart of a great. Das ist auch ein super cooles Spiel, Mickey Mania. Kann ich auch nur empfehlen. Gott, diese alten Kindesendungen, die gerade hochkommen. Hin und erstmal alles auseinander. Yep, es war Mickey Mania. Ja, okay. Nice. Hab ich sogar noch gerade gefunden. Boah, eigentlich, ich weiß nicht, ich müsste mir echt eine Super Famicom holen eigentlich, wenn ich mal Bock hab auf so ein Super Nintendo Spiel eigentlich. Weiß nicht, was. Ich meine, was gibt es denn so für Speedruns für die Super Nintendo? Bzw. Super Famicom, die man gut runnen könnte. Die auch nicht viel zu lange gehen. Entschuldigung, ich habe gerade im Tschüss-Tipp gechoked. Ja, ist okay. Ich musste mich da. Und viel Erfolg von Koro. Ja, danke schön. What? Game crashed. Was ist hier los heute? Kann ich angehen? Dieser Weser. Oh, und ich habe jetzt gerade mit dem letzten Starten 100 Stunden voll gemacht. Boah, es gibt einen Speedrun von Plock. Kenn ich nicht. Du kennst Plock nicht? Nicht aus dem Stegreif. Das ist der Typ, der auf den Inseln reist und seine Unterwäsche und so weiter, also eigentlich seine Flagge zurückerobern will und dann auf dem Weg manchmal Hosen und so weiter findet. Nein, das klingt aber eher für mich wie Larry. Larry Suit. Nee, Block ist ein uraltes Spiel schon. Ich bin gespannt, wer vom Chat das jetzt noch kennt. Kennst du das? Larry? Ja. Das war super lustig. So ein beschissener Humor. Hat auch den beschissensten Humor, ey. Es ist einfach stumpf. Ja, deswegen finde ich es gut. Ja, dachte ich mir. Passt ja zu dir. Richtig. Dein Humor ist ja auch stumpf. Stumpf ist Trumpf. Dafür mache ich spitze Witze. Eigentlich kann das nach 22 Uhr.
store. Wieso? Ich fand den gar nicht so scheiße. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. So, jetzt wollen wir uns hier mal konzentrieren. Ich glaube, ich habe heute die magische Aura des Runkillers. Habe heute einen BOTW-Run an einem blöden Bug versägt. Jetzt passieren hier so blöde Sachen. Ach. Deadly, du bist nicht schuld. Du bist eigentlich das Koro schuld. Der kam hier schon an. Ja, bei ihm ist es immer so, sobald er irgendwo in dem Chat auftaucht, dass ein Run daneben geht. Direkt Softblock. So wieder! Nein. Diesmal habe ich den Jump gemacht. Ich habe diesmal auch richtig Zeit dafür genommen. Den zu setupen. Aber Kurok zum Rein, zack, Softlock. Feels bad. Mickey knew he was closer to Miserable now. The very air around him tingles. Nur der Run, in dem ich Johnny geht, daneben. Ja, aber die anderen Runs gehen ja auch alle daneben, wie du siehst. Oh, warum bin ich hier so langsam gerade? Frag mich mal was Leichteres. Könnte aber noch reichen. Ja, reicht, Dicke. Ich habe immer nur Angst, dass ich durch die Geister klipp. Da bin ich nicht schuld. Oh. Willst du ein Eis haben? Ja. Hast du ein Eis? Oh, fuck yeah! Perfekt, da konnte man das nicht spielen. So, keep it calm, don't fuck this up, get a time save. Yeah. Today is a good day. Nee, danke, ich esse lieber weiter an meinem 5 Kilo, an meiner, was an meinen 5 Kilo kommt, Schokolade. Wow. Schokolade? Schokolade! Das kennt ja keiner, oder? Schokolade! Kennst du das? Schokolade! Das ist so geil, dieser Remix. Aber nach 12 Stunden geht er in auf den Sack, vertrau mir. Ja, SpongeBob, genau. Dieser Techno-Remix. Den hab ich zum ersten Mal auf dem Ring gehört, Rock am Ring, und dann. Auf der einen Seite hast du die Cantina-Band gehabt in Dauerschleife. Und auf der anderen Seite diesen SpongeBob Techno-Song. Boah. Irgendwann war man dann echt kurz davor, dich die Kante zu geben. Gut, war morgens um 6, deswegen haben wir angefangen, uns die Kante zu geben, aber. Nein! Einfach nein! Nein. Und das möchten wir gar keinem antun. Oh, Dominik ist wieder da, das heißt der nächste Runkiller. Bist du nett? Ja, ich bin ein netter junger Herr. Bist du das? Oh, ich habe hier keinen Zeitblues. Nice. And the Masters of Illusion would not give them up. Eigentlich habe ich Durst und muss was trinken, aber ich habe kein Trinken mehr hier. Dann musst du beim nächsten Reset. Ja, ich mache jetzt Wettrekord, ne? Dann hörst du ja eh auf. Ich sehe schon, er hat Wettrekord, so Bitches, ich habe ihn jetzt. I don't care.
bin raus aus. Ich bin hier raus. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab mein Ziel erreicht. Es gibt zwei mögliche Reaktionen, die ich dann haben werde. Ich habe mich noch nicht entschieden, welche ich nehmen werde. Entweder decent run oder Rasmus take this. Nein. Oder was sagtest du? Ich hab jetzt eher gedacht, weißt du, da entweder so übertrieben abgehypt, weißt du, dass du endlich meinen Weltrekord hast. Oder die Reaktion, dass du es einfach ganz cool runterspielst, aber dich eigentlich innerlich trotzdem total abfeierst. Das werde ich auch im Nachhinein dann tun. Ja, das war mir klar. Aber ich muss dann ja halt für das Highlight, muss ich das ja mega gut machen. Vor Control, genau, drop den Controller einfach. Und dann fällt das Ding so, dass du auf einmal resettest. Der Treeskip läuft bei ihm super, Dome. Ich hab den drauf, dich so reset. Shots fired. es gibt auch hier einen Treeskip. Bombenkohle. Limbo und Castle of Duty haben beide einen Trick, der halt Skeet, Tree Skip heißt. Und dementsprechend foppen wir uns immer so ein kleines bisschen. Sind aber halt grundsätzlich verschiedene Tricks, weil grundsätzlich verschiedene Games. Und grundsätzlich verschiedene Mechanik, ey. Das noch nicht mal. Doch. Und es ist halt beides Movement-basiert, ne? Ja, aber es hat trotzdem verschiedenes Movement. Ja gut, das ist klar. Das Pattern ist komplett anders. Wieso hat man gestern gesehen, Kappa? Ja, hat man gesehen. Yeah. Warum hassen mich Menschen? Hotrod! Wieso? Menschen hassen dich doch nicht. Doch, du bestimmt. Ach, ich hasse dich doch nicht. Holy shit, ich dachte gerade, ich bin zu kurz gesprungen. Okay, fuck auf die beiden, don't care. Ich hab heute doch im Stream nichts gegessen. Ich hab gestern auch im Stream nichts gegessen. Das möchte ich hier kurz festhalten. Oh, gut. Da bin ich aber super früh gesprungen. Glottet. Turm wieder? Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu glotten? Ah, dafür hab ich die Karte jetzt nicht. Nö, ich möchte gerne glotten. Darf ich nicht? Nein. Aber guck dir den Glott bitte mal an. Ich seh den Glott. Das ist übel, oder? Ist echt ein bisschen übel. Welche denn, also runs Zelda, welchen Teil? Alle. Welches, also wenn du den das neue Zelda runs, das ist sehr lustig. Also ich würde es auch runnen wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich damit mal endlich durch bin mit der Story und so weiter und so fort. Ich denke ja immer noch am Anfang. Vielleicht solltest du mal spielen. Ich spiel's ja, das Ding ist halt einfach, ich bin halt sowas von der Erkunder, ne? Und will halt alles andere erstmal zuerst machen, bevor ich irgendwie mit der Story vorankomme. Jetzt bin ich halt mit der Story erstmal jetzt, also bin jetzt mit Skyrim Sorat und dann mache ich den ersten Dungeon. Und der erste Boss ist einfach für mich irgendwie, ich hab keine Ahnung, der ist mir ein bisschen zu komisch und ich muss mich erstmal an seinen Pattern gewöhnen. Vielleicht solltet ihr nochmal essen gehen und euch dann in Ruhe kennenlernen. Ich versuche 100% zu machen von Breath of the Wild, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie durchziehe.
Bombenturm, es ging jetzt nicht um den Speedrun von Breath of the Wild. Es ging jetzt mehr oder weniger darum, dass ich das Casual lange spielen werde. The second rainbow gem was safely gathered, but Mickey had no time to congratulate himself. Another 5 gems and Minnie were yet to be found. As Mickey surveyed this new world, he noticed colossal storm clouds gathering in the skies. Hopefully the rain would hold off long enough for him to make it back to the castle. Deep underground, Mickey wondered what sort of subterranean strangeness he was about to encounter. Wow, this place is huge. Was gibt den goldenen Kackhaufen? Was? Sagen, muss ich auch noch einsammeln, ich muss noch alle Schreine einsammeln. Also ich habe voll wenig Schreine eigentlich gemacht dafür, dass ich so viel erkunde, weil ich gerade eigentlich eher mehr so die ganzen Sachen anschaue, wie die Grafik ist und so. Ja. Wir haben einen Discord, aber nur German intern. Ne, halt, warte, wir haben auch einen für Dings Leute einen German Discord, also für die Community haben wir auch, ne? Genau, ja. Für die Community haben wir auch einen Discord-Server. Gelohnt. Aber irgendwie, keine Ahnung, ja. Mickey wasn't sure just how deep underground he was, but the next rainbow gem had to be there somewhere. Nice. Wenn du alle 900 Samen gesammelt hast. Nein, fuck! Wow. Lass mich das jetzt. So eine Scheiße. Du warst ein Frame zu late, war? Nee, ich war wesentlich zu spät. Ich weiß noch, wo der Fehler lag. Mickey plunged into the underwater depths of a creepy cave system, teeming with hungry skellyfish. The deeper Mickey went into the ruins, the more sure he was that something or something. Ich selber besitze auch einen Discord-Server. Also viele haben eigentlich das. An der gleichen Stelle. Was ist heute los? Ich muss mir etwas trinken. Jo, ich bin dann auch noch mal ein Rauchen. Keine Ahnung, es ist. Einen wunderschönen guten Tag, Kurox. Es soll halt nicht sein mit World Records. Es
soll halt einfach nicht sein. So, lang machen wir aber auch nicht mehr. Oh, wow. Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. Into the castle entryway strode the mouse with a heart of a great lion. Nein, ich muss morgen um 6 Uhr auf Arbeit sein. Wir machen bis spätestens 11. Allerspätestens, wenn ich nicht sogar schon früher ausmache. Mickey crossed the threshold and emerged once again into the forest. But it was changed somehow. This wasn't the pastoral wood he remembered. Genau, ich mache jetzt World Record, nur damit ich Punkt 23 Feierabend machen kann. Das finde ich eine gute Idee. Ich weiß, wo der Fehler lag. This was not good. Zumindest weiß ich da, wo der Fehler lag, was ich falsch gemacht habe. Sega Studios Australia. Lampenöl? Wieso Lampenöl? The Castle of Illusion was Miserable's twisted playground of trickery and peril. Nothing there was as it seemed. Ich weiß nicht, ob das zu uns passen sollte. Lampenöl. Lampenöl mit 4 Buchstaben. Seilbomben? Germania, was zur Hölle? Hä? Though his knees felt more like those of a frightened kitten. Plant jemand diesen Terroranschlag? Baut er gerade Bomben oder was? So, erstmal hier ein bisschen die Wohnung randalieren. Jeder da. Ich war mir eben gerade nicht sicher, ob das deine Tür war oder die Tür, die ich in dem Moment aufgemacht hatte. Das passte sehr gut. Hat es genau gepasst, oder? Ja. Ich dachte so, Moment, so plastisch klingen die Türen aber doch sonst nicht. Well, so of course it had a mystery. Ah, aber wenn ich dich so gerade ein bisschen VR-Attempts sehe, müsste ich eigentlich auch wieder ein bisschen üben. Aber 11 Uhr kannst du machen. Nee, ich kann nicht lange machen. Ich hab morgen Arbeit. Ich auch. Und mein Gameboy ist eh leer. Ich müsste den erstmal aufladen. Ach Gottchen. Ominous. Muss ich erst mal schauen, habe ich überhaupt noch eine Steckdose frei? Natürlich nicht. Jetzt hier irgendwas Unwichtiges raus. Unwichtig ist eine gute Sache. Ich habe so viele Kabel irgendwie hier dran, dass ich nicht weiß, was ich eigentlich abmachen könnte. Einfach irgendwas random rausziehen, wenn der Rechner ausgeht, weiß es der falsche.
Nee, mein Rechner ist tatsächlich an meinem Lampenverlängerungskabel. Ich glaube, ich habe was gefunden, was ich rausnehmen könnte. Auch keine Lampe. Licht! Wir sind Gamer! Der Bildschirm spendet unser Licht! Okay, meine große Lampe an. Hier, nimm diesen Bildschirm mit dir. Dann hast du nie Dunkelheit ab. Außer wenn ich eh jemand, der auf die dunkle Seite der Macht ist. Auch die haben Licht. Nein, haben sie nicht. Olle Zicke. Ja, irgendjemand muss ja rumzicken. Wenn ich hier schon nicht tue, ne? Wenn ich schon nicht rage. Richtig. Hey Zorgo. Na, wie war dein Stream? Zorgo Stream, PogChamp? Ja, Zorgo streamt. PogChamp? PogChamp. Ja, Zorgo, wie du siehst, ich bin Sif, bin ein bisschen jünger und auch Mass Effect sieht ein bisschen anders aus. What the fuck? Es ist total merkwürdig, irgendwie, wenn ich meine eigenen Streams auf Englisch mache und ich dann wieder auf einmal Deutsch rede, das ist irgendwie merkwürdig. Total weird. Die dunkle Seite hat Licht, das Schwert hat auch ein Lichtschwert, kein Dunkelschwert. Oh, Alter. Wow. This one was bad and you should feel bad. Mass Effect für Kinder. Ja, und fluchen wie Erwachsene. Boah, vor allem, eigentlich ist es perfekt, wenn ich am 31. März nach Hause komme. Ich meine, ich muss nur für 3 Stunden zu einer Schulung. Meine Arbeit. Ich muss nur zu einer Schulung. Von 11 bis 14 Uhr. Und wenn ich dann da so gegen 14 Uhr wieder raus bin, boah, ist das geil. Schön. Ja, und dann wartet auf mich zu Hause ein wunderschönes Paket namens Kingdom Hearts. Glaubt er. Glaub ich. Aber dann hat er die Rechnung ohne DHL gemacht. Ach, zur Not, ich hol's mir einfach aus meinem DHL-Shop ab. Eigentlich heißt es immer einen Tag später abholen, aber ich hol's mir immer am selben Tag noch ab. Oh Mann. Und DHL ist eigentlich bei uns wirklich sehr zuverlässig. Also ich hatte bisher selten Probleme mit DHL. Sei froh, dass es nicht Hermes ist. Ach, mit Hermes hatte ich auch schon meine Sachen. Ja, warum sollten die auch meckern? Ich meine, okay, ich hatte es wirklich einmal gehabt, wo meine Nintendo 64 aus Japan praktisch kam. Da hatte ich das echt den Fall, dass ich echt einen Tag später nochmal da antanzen durfte mit meinem Ausweis. Wo ich mir dann denke, ist euer Ernst? Ich bin jetzt schon da, das Paket ist locker da hinten schon drin, ne? Nö, wollten sie nur rausgehen. Erst morgen. Tja. Es gibt Regeln und hier muss, an die muss man sich halten. Nö. Halt, stopp, es bleibt alles so, wie es ist. Ich habe letztens auch festgestellt, warum dieses Kreuz an den Bahnen Andreas-Kreuz heißt. Halt, stopp. Wow. Ich musste lachen. Willst du, hab das Game auch lernen, dann den Speedrun, dann machen wir ein Race Kappa. Ja, mach mal, lern mal den Speedrun davon. Welchem Game? Von deinem Game. Oh wow. Der tat weh. Wow. Zorgo, Platz 4. Do it better. Pass auf, First Run, Platz 2 incoming. Dann werde ich quitten, dann quitte ich dieses Spiel ganz trocken. First Run. Die Regeln kommen vom Anfang zum Ende.
Sei schnell, das ist die einzige genau. Regel. Better be fast. Gotta be fast. Oh, Pixels. Really? Really? Also Sorgo, ich habe gestern einen Stream gemacht, wo ich alles an Tricks, alles erklärt habe. Guck dir das Video die an, dann hast du alle Infos, die du brauchst. Kannst du Ritos auch fragen, die hat bestimmt 4 Seiten Notes. Ich habe auch wirklich jeden kleinen Scheiß erzählt. Ich muss mich mal für RPG Limit Break jetzt langsam vorbereiten. So weit will ich noch gar nicht denken. Nee, ich muss mir aber mal so langsam mal wieder ein Pokémon XY Speedrun anschauen, weil ich dafür eingetragen habe. Wäre dann praktisch. Das letzte Mal, dass ich einen Speedrun davon gesehen habe, ist auch schon fast ein Jahr her. Ja. So gut, das würde ich dir auch empfehlen. Das ist erstmal ganz in Ruhe. Casual zu spielen. Genieß das Spiel wirklich erstmal. Bevor du dann anfängst zu ragen, wie unsere Weserwurst hier. So, ich bin eigentlich ziemlich corn. Noch? Hallo. Ich bin da voll frech. Noch. Hm? Wie er frech wird. Der wird frech. Du! Nö. Lass mich, ich bin müde. Ohne Hände? Nein, diesmal die Hände ganz am Controller. Hat aber einfach den Hintergrund, weil ich 4,6 Sekunden in dem Weltrekord schon bin. Und I don't like this. Mickey now had one of the rainbow gems that would help him save Minnie. But he knew there were more to... Controller, würde ich dir empfehlen. Die 3D-Parts mit Tastatur sind einfach nur Kacke. Woher wusste ich, dass irgendwann mal diese Frage wirklich auftaucht, ne? Ich hab's gestern gesagt, Lisa. Ich hab's dir gestern gesagt. Ja, aber wenn die Leute halt wirklich interessiert sind, das Spiel zu spielen, dann von mir aus können sie mich Fragen löchern. Ist mir scheißegal. Das ist ja auch eine völlig legitime Frage. Weiß, ist ja auch. Mickey had gotten so close, he was certain he'd do better next time. Oh, den hätte ich wagen können. Aber ich habe jetzt feige. Oh wow, das hat Zeit gekostet. Boing. Ich bin mir echt gespannt, wie viel Zeit ich eigentlich bei Kingdom Hearts jetzt dann rausholen kann auf der PS4. Ein bisschen. Oh. Wenn ich immer noch bei irgendwo 5 Stunden oder so bin, was den Speedrun angeht, habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Nice. Mickey moved onward into the land of toys. But these playthings were somewhat less than playful. Da dachte ich gerade, dass ich zu spät gesprungen bin. Bist du auch? Nee, abgepasst. Hätte ich für ein Gerücht. Turvy world, there was always room for one more turn. Ja, der Present Part war recht flott. Der war nice.
Wie lange ich das Game runne? Ungefähr 100 Stunden. Plus minus eine. Ja, also plus eine maximal. 100, 101 Stunden. Hey, Side Dragon. Oh, dich habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Na, wie geht's dir? Kommt drauf an, welche Probleme du meinst. Wenn du noch diese Standardprobleme meinst, wie zum Beispiel, dass du halt das Spiel fast überall crashen kannst, dann nein. Du kannst es sogar jetzt noch heftiger crashen als woanders. Into a new corner of the Castle of Illusion ran Mickey. But what was that odd green the Jack in the Box? Of course! Mensch, wer denn sonst? Gestern waren es 91, genau. Und heute habe ich schon die 100 voll. Außerdem war es gestern keine 91, sondern 96. Wenn du keine PS4 hast, wenn du noch eine PS3 haben solltest, kannst du dir auch noch die Sachen für die Remixe für die PS3 holen, sind genauso gut. Nur, dass du halt keine 60 FPS hast, Sorgo. Das war übrigens ein nice Quick-Hit, ne? War okay, aber dafür habe ich ein paar danach verkackt. Wieso? Jeder Hit, den du vom Jack kriegst, kostet ungefähr eine Sekunde. Du bist Xboxer. Das tut mir leid. Warte mal, gibt's das Spiel nicht sogar für die Xbox? Keine Ahnung. Oder war das wieder... Oder war das wieder PlayStation Only? Oh, es ist natürlich nur auf PlayStation. Wow! Das freut mir. Seit fast zwei Wochen eine PS4. Echt? Gab wohl Probleme beim Final Boss und beim Speichern, dass das Spiel dabei crasht. Ja. Ich glaube nicht, dass sie das gepatcht haben. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du das auf der PS3 ja auch schon gemacht hast. Du hast ja, wenn du halt bei dem Final Boss bist, also besser gesagt bei der im ersten Fight vom Final Boss, und du halt in die Limitform gehst, beziehungsweise aus der Limitform rausgehst, konntest du das Spiel ja auch crashen. Während der diese Brain Orbs da um dich herum hat. Ja, wenn Kingdom Hearts 3 mal released wird, worauf ich immer noch warte. Weil ich will endlich weiter die Story spielen. There is no Kingdom Hearts 3, das ist wie Half-Life. Doch, das kommt. Wir sind da wirklich sehr... Das sagt man bei Half-Life auch immer. Half-Life ist aber... Und da kommt der Glot, da kommt der Glot! As Mickey surveyed this new world, he noticed colossal storm clouds gathering in the skies. Hopefully the rain would hold off long enough for him to make it back. Oh wow, das war kacke. Deep underground, Mickey wondered what sort of subterranean strangeness he was about to encounter. Wow, this place is huge. Aber die Runs laufen heute besser als gestern. I take it. Don't care. Ich bin gespannt, wie viel Zeit mich das gekostet hat. Mickey swung past the giant carved duck. He remembered Donald's advice on adventures. Never have them. Gut, dass ich es nicht probiert habe. Oh, nur 3 Sekunden. Da habe ich jetzt echt mit mehr gerechnet. I take it. Mickey wasn't sure just how deep underground he was, but
the next rainbow gem had to be there somewhere. Yes. Two cycle. With a giant splash, Mickey plunged into the underwater depths of a creepy cave system, teeming with hungry skellyfish. The deeper Mickey went into the World of Final Fantasy habe ich noch nicht gespielt. Sure he was, same here. Or someone was watching him. Fish, nice. Deadly Dynard, die arbeiten ja auch da schon dran, die haben ja auch schon Trailer gezeigt zu Kingdom Hearts 3, von daher weiß man, dass das Spiel in Programmierung ist und alles. Das war Duke Nukem auch. Kannst du mal aufhören, so schön zu reden? Ich bin nur nett. Du bist nicht nett, du bist scheiße. Okay. I'm sorry. Dann lieber mal das Smashen. Ich hab geglottet, Junge. Diesen Sappel. Ist mir egal, ob du geglottet hast. Alter, aber wie ich geglottet hab. Ja, was hast du? Du hast ja auch oben die Teile nicht eingesammelt. Ja, ja. Aber in meiner Bibi habe ich das auch nicht gemacht. Aber trotzdem, das ist ein übler Glott. Wow. Also mit dem Split habe ich jetzt nicht gerechnet. Von 8 auf 22 Sekunden. Also mit dem Timesave habe ich mir den Fall gerechnet, aber das war gerade echt ein bisschen sehr krass. Ich habe die 4 nicht eingesammelt, weil ich sie nicht brauche, weil ich recht guten Gem-Count habe. Silberflügel. Eine wunderschön. Wow. Hat den Hit echt nicht gern genommen. That game. Wow, Dead Roll. Roll again? Ja. Feels bad, man. Ups, habe ich vergessen zu splitten. Miss Rebel was surely shaking in her boots by now. Mickey had the third rainbow gem, and he was determined to get the other four. Mickey found himself in a giant library, but he knew Miss Rebel's books and bookworms were penning a not so happy ending for him. Something about that shadow seemed awfully familiar. Mickey was in a realm of dangerous delight and scrumptious scares. All around was a sea. So, wer hat Hunger? Jetzt nur hoffen, dass es nicht wieder gerne.
Meine nächste große Sorge ist jetzt erstmal der Lollipop-Skip. Achso. Dass der recht flott über die Bühne geht. Und dann mache ich mir den ganzen Rest gesagt. fuck it. Ich hab Hunger. Punkt, Punkt, Punkt. Ist doch schön. Ist ein Snickers. Ja, komm. Mickey, do it. Ich lege gerade alle meine Zeit flöten. Just fuck you, Mickey. Er hat keinen Bock auf Lolli Skip. Was hopping from cookie to cookie. The fourth rainbow gem was there for the taking. Hey you! I mean me! Stop! He's bad. Shadow Mickey snuck up behind our hero, grabbed the gem, and made a culinary. Das ist hier mein kleiner Time Loss. Hä, wieso kleiner Time Loss? Das war Ironie. Du hast nichts verpasst. Das du hast im Prinzip gar nichts verpasst. Nein, der Rand ist mich jetzt gerade eben erst gestorben. Well, ja, dementsprechend vergeben mir auch gerade echt die Lust noch an einen weiteren Versuch, der dann auch wieder softblockt. Wollen wir dann aufhören? Ja, ich werde jetzt aufhören. Aber zumindest kann ich etwas Positives ziehen, und zwar habe ich meine PB unter 34 Minuten gekriegt. Was ziemlich gut ist. Was wirklich ziemlich gut ist. Dementsprechend. Du meinst deine Sum of Bests. Das ist, was ich habe gesagt. Du habe Pipi gesagt. Das ist, was ich habe gemeint. Das heißt, du bist gemeint, ja. Ja, hab ich gesagt, gemeint im Kopf. Ja, 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 Luigi. Man wendet sich nicht gegen Familie. Na, wie sprechen Italiener? Luigi! Luigi! So, dum, dum, dum. Irgendwie interessantes online. Nö. Nö, niemand interessantes, jemand hosten könnte. Dementsprechend gibt es dann gleich einen Auto-Host. Und ja. Wahrscheinlich hat Zip irgendjemanden im Auge. Ja, oder das. Ich hoffe, ihr wart trotzdem einverstanden für das spontane Ersatzprogramm mit den World Record Attempts. Es gab viel Resets, das weiß ich selber, aber da, so ist es halt, wenn man versucht, einen Weltrekord zu kriegen. Und ja. Xiv wird es dann in nächster Zeit auch wieder geben. Daher. Nächsten Sonntag gegebenenfalls. Spätestens nächsten Sonntag, genau. Sofern es nächsten Sonntag überhaupt geht. Das weiß ich ja nicht. Ja, doch. Doch. Wahrscheinlich nächsten Sonntag. Keine Ahnung. Morgen. Ja. Dann. Oder so. Morgen gibt es dann die guten Xiv. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Morgen ab 20 Uhr Mass Effect 3 mit Next Game Civilization. Schaltet auf jeden Fall ein. Und ja, erfreut den guten Ziff mit eurer Anwesenheit. Schaut ihn ein bisschen im Chat. Tut das, was ich auch tun würde. Und dem. Nein, ich hab gar nicht geraged. Das ist voll gemein, dass du sowas sagst. Nein, die sollen ragen, dass er dann raged. So, ihr verteilt den Bans. Lass es sein. Dann entbanne ich sie wieder. Mein Gott. Das werde ich jetzt einfach nichts weiter zu sagen. Dementsprechend, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Entlasse euch in die anderen Streams. Vielen Dank fürs zahlreiche Zuschauen. Ich habe mich sehr gefreut. An meiner Seite war Moonstriker und eine wunderschöne gute Nacht. Bye, bye.